Freunde des gepflegten E-Sports, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer beliebten Walk of 3 Sendung mit mir und Dennis Gehlen. Der Esel nennt sich mal zuerst mit Dennis Gehlen und mir natürlich. Habe ich auch tatsächlich auch gesagt, ich weiß es gar nicht. Und wir haben heute mal wieder das Beste vom Besten vorbereitet. Und nicht nur das, nein, wir haben heute auch noch herausgefunden, dass es nicht BO3, sondern BO5 gespielt wird. Achso, da war nicht ja, so gut eigentlich. War fast gut. Ja? Nee, aber war letzte Saison genauso, deswegen ja, recherchiert wie immer. Perfekt vorbereitet und dann festgestellt, dass Best of 5 ist. Ihr denkt, Dennis hat eine Wäscheklammer auf seiner Nase drauf, aber nein, er ist einfach nur ein bisschen erkältet. Ja, geht so, ne? Ich hab mir gedacht, ich darf nicht fehlen hier, wenn, egal was ist, heute ist ja Feier gegen Haso Ops für die Extreme Masters. Was geht denn bei dir, Alter? Ja, sie haben mir dreimal hintereinander aufs Ohr geschrieben, mach mal deinen Sitz ein bisschen runter. Ja, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, es sah wohl anscheinend... Das sieht bestimmt noch ein bisschen lustiger aus. Ja, nichtsdestotrotz, das ist so schlimm. Das ist echt schlimm, weißt du. Der Dennis jetzt... Hast du die Fotos auf den Interfire Night Game gesehen? Bisschen, ja, stimmt. Habt ihr vielleicht auch gesehen bei dem Interfire Night Game am Freitag in Köln. Dennis ist die ganze Zeit nur am Posen gewesen und natürlich die ganzen, was sind das? Online-PR, ne? Online-PR-Leute dann die ganze Zeit natürlich drauf abgefahren, wenn man Muskeln sind, egal ob Mann oder Frau. Ja. Aber der Dennis hat Muskeln. Nacktes Fleisch. Hm? Klick, 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 klick. Und der Dennis ist nur am Posen gewesen. Die haben ja auch, also von den Fotos, die sie abgeloadet haben, waren ungefähr 20% von mir. Und ungefähr 90% waren auf der Kamera von mir. Ja, das Schlimme ist, der Dennis, man denkt jetzt, der Dennis lügt, aber es ist leider die Wahrheit. Ah, ne? Also, das ist wirklich... Nick Adams übrigens auch gerade im Studio. Kleine Anmerkung seinerseits war dann das. Nein, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Was denn? Das kann ich jetzt eigentlich einfach sagen. Was denn? Ja, das Schlimme daran ist, wäre gewesen, dass die Jule die Fotos geschossen hätte. Ja? Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ich habe gehört, der Kobold hat ziemlich viele geschossen. Wer ist denn Kobold? Ach so, der Opfercon. Nee, das ist nicht der Kobold. Oder wer ist der Kobold? Ja, Kobold haben noch rote Haare, deswegen. So die. Wieso? Ach so, die. Ja, genau. Deswegen Kobold. Deswegen Kobold. Ach, der ist auch relativ dick und klein. Ah, die Assoziation Kobold. War aber richtig. Kobold gleich rote Haare, gleich Opfercon. Aber nein, es ist der Sodi. Ja, Opfercon. Wer ist er nicht wirklich? Frag mich sowas nicht. Otakon? Achso, Otakon. 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 Ja. Irgendjemand aus unserer Reaktion oder ehemalige Mitglieder haben ihn ja damals als Internetgesichter Opfercon beschrieben. Wir wollten eigentlich mal über das Spiel heute sprechen. Deswegen hat Marc Hoffmann, so unglaublich wie er ist, sich eine Präsentation einfallen lassen. Wir haben da was vorbereitet. Für die Intel Extreme Masters Season 2. Wir sind in der Relegation. Und die haben ja live ausgelost. Und zwar beim Intel Fire Nightgame in Köln. Wo ja unter anderem, und da ist auf einmal die Brücke, ja, der Kobold, ja, unter anderem Fotos vom Dennis geschossen hat. Und die folgenden Begegnungen wurden ausgelost. Hasops gegen Fire.de, was euch heute übertragen werden. Chiara gegen Paladin, auch heute übertragen wird. Und Todd gegen Protoss am morgigen Tage, Hot gegen Nightwolf. Da hat Protoss natürlich, obwohl er super Leistung gebracht hat, richtig hart ins Gesicht gekriegt mit der Auslosung. Ja, da hat er auf jeden Fall nicht so viel Spaß dran. Ich wusste auch gar nicht, dass er Dritter geworden ist. Ja, er war erst Erster in der Gruppe und hat er natürlich noch 2-0 verloren gegen Satini. Ja, und dadurch hat er sich noch auf den Dritten geschlagen. So dumm wie er ist. Aber er hat auch die zwei Spiele innerhalb von 10 Minuten beendet. Deswegen, ich weiß, wir haben übertragen, Dennis. Ja, ich weiß. Noch tiefer geht's nicht. Ach Mist, so klein bin ich dann doch wieder nicht. Ja, eigentlich immer wieder ein bisschen höher. So, ja, wir schauen uns einfach mal die Partien an, die wir heute übertragen werden. Haso Ops gegen Fire ist es natürlich. Aktuelle Bilder natürlich von beiden genommen. Da haben wir es eben gesehen, das von Fire war sogar noch von diesem, von dem letzten Freitag. Und wir sehen da Dennis Haso Ops Schneider, Mausports Warcraft 13, das wissen wir alle, 19 Jahre aus Stadtland. Ich meine, er ist der deutsche Meister. Jeder weiß ja, woher er kommt, was er macht. Und wir sehen auch einmal noch ganz kurz Fire im Fokus, 21 Jahre alt aus Leinach. Das ist in der Nähe von Würzburg in Bayern. Und ja, im Moment derzeit kein Team am Start. Das zweite Spiel, was wir euch denn heute vielleicht parallel ein bisschen zeigen werden, wo der Fokus aber nicht darauf legen wird, muss man eindeutig sagen, Chiara gegen Paladin. Und da hat mir Gobby erzählt, dass Chiara unbedingt gegen Paladin spielen wollte, weil er so gut gegen Night Elf sei. Ist er tatsächlich. Was ich als Ork aber absolut gar nicht nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz, René Krag aus Dänemark spielt für Meteor Makers Scandinavia, was er jetzt zusammengelegt worden ist zu Meteor Makers aus Tarstrup in Dänemark, 21 Jahre alt, tritt an gegen den Polen Prismic Vadun. Oder so ähnlich, von Team PGS, 21 Jahre alt, aus Breslau. So schaut es aus. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mit den Spielern sprechen und haben dazu auch gleich noch in wenigen Sekunden, eigentlich jetzt schon, habe ich gehört, den Andrew noch am Telefon. Und was ist dein Tipp heute? Was ist dein Tipp?
Ja, was mein Tipp heute ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Fire wird gewinnen. Aber wir fragen ihn doch einfach mal selber, wie er gerade so drauf ist. Dementsprechend guten Abend, Andrew. Hi. Bist du auf dem Klo? Ja, bin ich. Er hat mir gerade geschrieben, er ist auf dem Klo und das Telefon mit. Musst du ein großes oder ein kleines Geschäft erledigen? Oh, die Bilder in meinem Kopf. Hör auf, Dennis. Ich will es gar nicht wissen. Andrew, jetzt nach der Niederlage am Freitag, wie fühlst du dich? So wie immer, ganz gut. Ja, ganz gut eigentlich. Jetzt fragt man sich natürlich, Hasu Ops ist ja ein Undead. Er ist mit der stärkste, also hat mit das stärkste Undead gegen Human Matchup, glaube ich, so in Deutschland. Wenn nicht vielleicht sogar eines der stärksten in Europa. Also mir fallen nicht so viele andere gute Undeads ein, aber er gehört sicherlich dazu. Wie schätzt du da so deine Chancen ein? Also er ist mit Sicherheit der Favorit in dem Match gegen mich. Ich habe jetzt auch viele Custom Games eigentlich gespielt gegen HLA, gegen X-Lord und Protoss. Und habe da auch nicht so gut abgeschnitten. Deswegen sehe ich die Vorteile bei ihm. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass du früher ja einer der wenigen Humans warst, der gegen Undead sogar noch ein paar Chancen hatte. Damals. Ja, das stimmt auch. Damals. Ich habe eine positive Bilanz gegen Undead, aber gegen Hasu Ops ist irgendwie nie so gut. Ich habe die letzten 4 Best of Threes alle gegen ihn verloren. Aber heute wird sich das ändern, hoffe ich. Du hast Glück. Es ist heute nicht Best of 3, es ist Best of 5. Ja, ist das ein Vorteil für dich? Oder macht es eher noch härter? Naja, vielleicht ein Vorteil, wenn er sich vielleicht ermüdet nach 2 Maps oder so. Keine Ahnung. Also oder ich denke nicht, dass ich irgendwie schon 2-0, was für ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie es von seiner Seite aus ist. Das ist natürlich möglich, man weiß das zumindest nicht genau. Wenn du dir jetzt das Matchup anschaust und natürlich auch überlegst, du warst lange inaktiv, also ob es der zweifache amtierende deutsche Meister ist derzeit mehr oder weniger doch tatsächlich Pro-Gamer, so kann man es sagen, konzentriert sich einzig und allein aufs Gaming, hat uns letztens auch am Telefon gesagt, tägliches Aufstehen, Custom-Games suchen, Replays anschauen und abends dann vielleicht ab und zu mal weggehen, wenn da nicht gerade irgendwelche Clan Wars anstehen. Wie sehr sagt man sich denn auch selber jetzt, ich meine, es geht ja auch darum, es sind 2 Deutsche, die jetzt gegeneinander spielen, ihr seid beide deutsch und es geht ja auch darum, bei solch einem internationalen Turnier Deutschland zu vertreten. Wie siehst du es dann, wenn du selber sagen würdest, also du bist ja eigentlich inaktiv und du gewinnst jetzt gegen den amtierenden deutschen Meister, würdest du es fair finden, dann trotz alledem Deutschland auch zu repräsentieren auf der CeBIT bei den Intel Extreme Masters der Season 2? Ja, also ich bin immer der Meinung, die Leute, die sich für bestimmte Turniere qualifizieren, die haben es dann auch verdient, dort zu spielen. Es gibt ja viele Leute, die in der EPS meinen, dass viele inaktive Spieler in der EPS sind, aber solange die sich dafür immer wieder qualifizieren, sehe ich da kein Problem mit dort zu spielen. Hast du gehört, er hat gerade die Kloschüssel hochgemacht oder runter? Nee, habe ich nicht. Stimmt, aber habe ich auch gehört, dieses Geräusch. Das hört man so ein bisschen so Porzellan, Keramik ist es ja, Keramik. Ja, also ich kann auch gar nichts anderes mehr sagen. Dementsprechend wünschen wir dir viel Glück für das Spiel heute gegen Hasuops. Mach's auf jeden Fall spannend. Also 5 Maps wären natürlich echt cool anzuschauen und Hasuops ein bisschen das Leben schwer zu machen. Und wie schon des Öfteren betont, würde ich dich auch gerne auf der CeBIT sehen. Von daher ich auch. Viel Glück und viel Erfolg. Ja? Okay, danke. Bis dann. Wow, ich will jetzt sofort starten, ich bin heiß auf das erste Spiel. Tyranastan ist übrigens die erste Map. Du bist total dunkel, Emmy. Ja, deswegen greifen wir auch von dir ab. Ich bin halt dunkler Typ, hä? Du bist nicht dunkler als ich, glaube ich. Ja, geht so. Ja, du bist ja auch, du bist halt so ein... Ja, geht, ne? Komm, ich habe halt viel mehr Haare dran. Ja. Deswegen sieht's dunkler aus. Aber ich bin auf jeden Fall... Ja, weiß. Ja, nee, geht. Also gelb eher. Ja, gegen Wind gepinkelt, ne? Das war einer der schlechtesten Witze, die ich jemals gehört habe. Den habe ich ja mit 8 Jahren schon gebracht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gratulation an dieser Stelle dazu. Ich sage einfach mal Go und du sagst jetzt auch einmal Go, bitte. Und das Spiel geht los. Juhu! Ja, mir fehlt irgendwie diese Atmosphäre wie auf Battle for a Night Game, wo alle Leute jetzt kreischen und sagen, nein, du bist der Geilste. Nein, das liegt einfach daran, dass wir noch keinen Sound haben. Ach so, stimmt. Na, Herr Schindler. Mann. Na, da ist es ja, da ist Sound. Ja, Angel for a Night Game, vielleicht noch mal ganz kurz, vielleicht noch einmal ganz kurz lobende Worte für mich oder so. Nein, aber so allgemein dein Eindruck vom Angel for a Night Game? Der Marc konnte es nicht vergreifen. Nee, konnte ich nicht. Nee, aber ernsthaft, wie war so dein Eindruck? Ich meine, es war ja... Ich fand vor allen Dingen die Moderation zwischen den Abspann, wo kein Host unterwegs war, ziemlich gut. Ja, ja. Also da, wo du nicht an den Positionen warst, sag ich mal. Fand ich extrem gut. Der Jaws war extrem gut. Der Pre war extrem gut.
Du warst auch ganz in Ordnung, muss ich sagen, ja, für dein erstes Mal. Ja, mein erstes Mal ist eigentlich immer schlecht, aber nichtsdestotrotz, was mir dazu nur einfällt... Du wiederfährst es jedes Mal wieder, oder was? Ja, irgendwie kommt es mir vor, als wenn es immer das erste Mal wäre. Aber eigentlich, was ich ein bisschen schade fand, muss ich persönlich sagen, ist, dass die Stimmung einfach nicht so gut war. Ja. Also die Stimmung war eindeutig mangelhaft, bis auf jeden Fall nicht befriedigend, eher ausreichend bis mangelhaft. Und das war ein bisschen enttäuschend, weil wir eigentlich echt gute Matches hatten. Und Counter-Strike war eigentlich auch ein Hochkaräter. MTV Noah gegen Mousesports war ein super spannendes Spiel. Sau knapp. Auf den ersten zwei Maps, auf der dritten Map, auf Nuke war es nicht so. Ja. Und da fehlt es ein bisschen. Es liegt wohl, also ich habe es mir nur dadurch erklären können, dass es wohl höchstwahrscheinlich daran lag, dass Leute noch nicht die Assoziation haben, als Deutsche dann irgendwie bei internationalen Teams auch mitzujubeln, obwohl, man muss es ja auch eindeutig sagen, solche Spieler wie Grubby oder so eher selten jetzt live zu erleben sind in Deutschland. Da hat mir ein bisschen so, ja, Dankbarkeit fehlt mir irgendwie so ein bisschen gefehlt, ja, die Wahrnehmung vielleicht dafür gefehlt, dass es doch eigentlich ein absolutes Top-Match ist. Wir sehen jetzt einmal ganz kurz zum Spiel, Fire mit dem Arc-Match, Hasos mit Early Hero und wir wissen auch, der Echolite wird hier letztendlich nur hingeschickt, damit er stirbt und man direkt dann Skelette machen kann, aus dem Mord auf Necromancy. Und der fällt jetzt auch einfach mal. Ist natürlich XP, aber halb so wild, denn er will es ja eigentlich. Er will ja auch das Skelett. Genau. Rennt jetzt direkt los und natürlich auch die Zeit. Ich meine, Hasops ist jetzt schon bei der Hälfte und das Creepset ist noch nicht mehr fertig gekriegt worden. Na, wichtig ist der dicke, abtrünnige Zauber hier Level 5. Hier gibt es auf jeden Fall bessere Items. Was macht Hase Ops da? Was macht er da? Er lenkt mit dem einen ab. Nee, er wartet. Ah, er kauft einen Priester. Ja. Und jetzt Surround. Nein. Knapp. Ding. Oh. Das ging nicht ab. Oh, aber schöner Block. Naja. Beinahe hat's geklappt. Oh, das ist hart. Kriegt er das etwa hin? Ja, natürlich. Reißt. Kriegt er echt hin? Habe ich von Anders noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Viele Arbeiter. Ist das eine Fast Expansion? Meistens wird es eine. Da sehen wir auch schon wieder Militia, die eigentlich eher zum Mercenary Camp. Aber jetzt ist der Priest mit dabei. Aha. Und Hasops wartet und er weiß, ist nicht der Fire. Autsch. Jetzt natürlich auch gar nichts mehr in der Base von Hasops. Und der jetzt weiß er es nicht hin. Geh nicht hin. Ja? Nein? Mir ist das, glaube ich, egal. Er möchte da einfach spielen. Aber er kann sich auch noch zwei Mercs kaufen. Das ist natürlich hart. Macht er auch. Kauft die direkt. Aber da verliert er natürlich einiges, muss man auch sagen. Aber da verliert er nicht zu wenig. Aber da kommt nochmal eine rettende Keule. Oh, da muss er aufpassen hier auf den Forest-Troll-Berserker. Ja. Eine Keule hat er noch, fällt aber der nächste arbeitet hier gerade im Gefecht. Oh, der Forest-Troll-Berserker geht down. Ah, oh, der ist so teuer. Oh, das war fies. Oh, eine Keule hat er noch und die hat er auch gut genutzt. Oh, schön, ein Ghoul fällt hier, zweiter Ghoul fällt. Und der Priest fällt. Oh nein, ja, der fällt trotzdem. Nee, noch nicht. A player's forces are under attack. Ja, jetzt. Ah, oh. Da geht er drauf. Und 26 Supply gegen 29. Na, aber Haso mit dem Tier 2 Tech schon bei 50%. Hier noch gar kein Tech. Ja, Happy sagt gerade, dass er jetzt versucht, hier die Expansion gleich zu sichern und dann mit Level 3. Oh, er hat noch keine Coil. 3, 2, 1. Oh, Luck. Glück gehabt. Oh, aufgepasst. Und muss aufpassen. Mit 26 HP portelt er sich gerade noch einmal so raus. Das sieht ziemlich nach Rape aus. Geht. Finde ich jetzt gar nicht so. Nicht? Der Arc-Match kann halt erstmal gerade gar nichts machen. Da kommt jetzt eine Coil und ist halt down. Hat zwar kein Mana, aber... Er kann auch nicht expandieren, ist das Problem.
Er sagt ja gerade auch noch, dass 50-50 ungefähr war. Er hätte eine Invo-Potion oder eine Heal-Potion kriegen können. Ja. Dann sieht das alles auch schon etwas schöner aus. Oh, da ist er gerade beim Healen. Jetzt kommen ja die Skelette an. Kommen die ja durch? Kommen da nicht durch. Oh, Glück gehabt, dass das eine Skelette nochmal geblockt worden ist. Oho. Oh, ah, jetzt war der Ghoul aber da. Ja. Ja, 160 HP sind schon nicht viel, aber es sollte ausreichen, zumindest für den Anfang. Taggt er jetzt? Er taggt noch nicht. Ne, holt jetzt Miliz. A player's forces are under attack. Und da kommt der Shedder auch noch dazu. Tasu baut jetzt Fiends. Gleich das Slaughterhouse hinterher. Ja, spielt jetzt die Expansion. Ey, das ist riskant. Ja. Das ist nur riskant, ja, ey. Oh, das ist super riskant. Und der... Ja, kommt er hinterher. Oh, zu spät die Keule gesetzt. Ah, oh, das Waterman. Oh, wie weh das tut. Oh, Tomb of Experience. Ah, nee, doch, ich dachte schon, Tomb of Experience. Nee. Bitter wäre das denn gewesen, ey. Warp of the Maggie, das muss er jetzt noch irgendwie kriegen mit dem. Oder es selber zerstören. Oder Shredder kriegt gerade ordentlich was ab. Wenn die Militia gleich Arbeiter sind, kann er reparieren. Theoretisch. Ja, aber das macht er wird er nicht mehr hinkriegen. Jetzt kann er immer noch hinschauen. Ah, oh Gott, jetzt geht er down. Und der Ghoul stirbt immerhin. 28 gegen 37, also Hasop ist jetzt auch noch mehr Supply. Abgesehen davon, dass er noch einen besseren Tech hat und jetzt auch noch Fiends mit dem Spiel und da noch der Panda Second kommt. Er hat schon echt gutes Human gegen Undead gegen Human ja. Matchup. Oh, besser Fire und Coil. Super knapp. Ja. Ah, stimmt auf jeden Fall. Ja, wobei, jetzt kann er erstmal wegkommen. Level 4 jetzt für den Arcmage, damit ist er fast wieder bei 100 HP. Ja, zwei Tower jetzt hier in der Mitte. Ah, da kommt jetzt aber ein Slaughter, also ein Statue aus dem Slaughterhaus raus. Autsch. Oh, Breath of Fire ganz, ganz fies. 10 Supply mehr für den Undead. Ja, und das in der Phase, das dürfte eigentlich nicht sein. Ja. Ja, jetzt Level 3 für den DK. Da kommt eine Coil, dass er am Down. Ich weiß auch gar nicht, wieso er sich da so nah hinstellt. GG. Nicht so. Da kam der Zeppelin gerade. Ja. GG. Und. Ja, 1-0 für Hasel. Das war ein ziemlicher Wipe. Kann man so sagen. Na, es war fies. Dennis, bitter, bitter, bitter. Was ist da passiert? Wer ist PGS View? Was sagt er? Give me long to what you can do, please. Für was denn? What locker? Ach so, er meint für ESL TV. Er möchte ESL TV schauen. Oh, okay. Wie süß. Not! Kriegt er nicht. God, der Freestream ist so schlecht, wollen wir ihm gar nicht erst zeigen. Oh. Freestream ist super, aber unser Stream ist halt besser. Ja, was? Ja, das stimmt, Dennis. Ja, ist doch wirklich so. Der Stream, Freestream ist für mich so der Anfänger-Stream. Ich weiß jetzt nicht, ob du sagen durftest, dass er schlecht ist. Er ist ja, habe ich mir auch gerade überlegt. Von minderer Qualität als natürlich unser Pace-Stream. Gleich mal mir selber eine E-Mail schreiben, dass ich dich morgen früh dafür hart flamen muss. So. Ist es nicht down? Nee, ist nicht down. Oh. Ja, krieg ich schon hin. Mark, ne? E-Mails lesen und so. So, gehst du mal kurz rein ins Game? Was machst du da, Dennis? Was ist das denn hier? So, jetzt geht's wieder. Was? Geh einfach ins Game, Dennis. Ich bin drin. Super, dann können wir Go machen. Zweites Spiel geht los. Achso, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sick. Sick. Du kannst doch nicht Go-Go-Go schreiben hier, da hat das WTV gefehlt. Ja, ist doch egal. Ja, stimmt. Spätestens dann, wenn es bei uns disst oder so, und wir wieder kein Spiel sehen, ne? Und dann haben wir kein WTV. WTV, wer will denn WTV? Das sind potenzielle Zuschauer. Jetzt töten mich alle. Dennis, was chattest du eigentlich die ganze Zeit? Ich chatte nur noch ein bisschen. I think Mark is the one. Was steht da? Steht mal, lass mal diesen. Nein. Ja, ich war... I think we want... Ach Gott. Schau mal im WTL Players Channel. Achso, da schreibt jemand. With the cold.
Was ist denn with a cold? Take you have a cold? Ja, Dennis has a cold. Eine Erkältung. Ah, ja. So, wir gehen rein ins Spiel. Zweites Map ist Secret Valley. Ups. Ganz normale Build Order für Fire. Ja, was sagst du so als ehemaliger Human-Experte? Dennis? Ja, als Ex der externen Halle. Ey, Dennis, Alter. Ernsthaft? Ja, ja, nee, ich wollte dich doch nur mal testen, was du so machst, wenn du alleine bist. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Fire auf jeden Fall schlechter gespielt hat als gegen Dovak zum Beispiel. Da hat er einmal 2-0 gewonnen, einmal 3-0. Und hier hat er bisher, also, ja, klar, so, da ist ein Creepset schlecht genommen und zack, ist das Spiel schon so auf der Kippe und es sieht schlecht aus, aber da hat Fire vielleicht ab und zu mal die falsche Entscheidung getroffen. Anstatt vielleicht doch sofort zu expandieren, nachdem er dann erst das erste Mal das Mercenary Camp nicht richtig creepen konnte, versucht er es nochmal und da kommt dann schon wieder Hasu und, das ist, ich weiß, vielleicht fehlt ihm einfach ein bisschen das Feeling. Mhm. Fürs Matchup. Ja. Wo ist denn das andere Spiel übrigens? Dennis. Das andere Spiel? Paladin. Ja, das ist um 9. Da gehen wir dann parallel rein, oder? Ja, genau. Barracks. Da schreibt gerade Philly, jetzt fühle ich mich, als müsste ich mir den anderen Stream zulegen. Immer Verkaufsstrategie. Ja, ist es ja auch. Ich mir überlegt. Der Free-Stream ist ja logisch, dass Free immer von minderer Qualität ist als Pay, oder? Ich meine. Echt? Also wenn ich auf dem Free-Stream wäre und du auf dem Pay-Stream, dann denk mal drüber nach. Wie der Satz beendet werden würde. Ja. Ich habe mir da schon was überlegt. So, Militia for the Win. Oder was anderes. Waren auf jeden Fall woanders, war ein bisschen AFK. Waren die ganze Zeit nicht mit dabei. Oh Mann. Da kommt der DK. Oder vielleicht knapp. Ah, schafft er aber. Ja, schafft er, ja. War knapp, du. Ja, war richtig knapp. Das war richtig, richtig knapp. Was hat er für ein Item gefunden? Oder fallen erstmal ordentlich Arbeit, ne? Ja, mindestens 2 bis 3. Ring of Protection, oh mein Gott. Ja, es wird hier wieder lustig herumgerannt. Noch kein Tag. Und der Deathland flieht. Ja, 2 Arbeiter waren es jetzt, glaube ich. Lass mal nachher kurz nachschauen. 2 Arbeiter, ja. Wieder geklaut, das Spiel. Set. Und da kommen die Ghule. Ghule. Nicht zu wenige davon. Und Tech. Hat sich jetzt mal für eine andere Strategie geändert. Wartet jetzt hier am Brunnen. Oh, na. Lol. Oh mein Gott. Das war aber knapp, du. Ah, knapp. Sollte jetzt eigentlich wieder umdrehen. Creept er das jetzt hier? Das wäre natürlich dreist. Ah, Quatsch. Oh, nicht einmal. Haut jetzt wieder ab. Ja, was sagt Feierleiter? Nur taktieren. Ja, frag ich mich auch. Tech ist fast durch. Ähnliches hier. Aber alle sogar weiter. Ja. Gehen sie jetzt da creepen? Ja. Mm-hmm.
ist jetzt gerade nicht so spannend, muss man sagen. Okay. Weil es eigentlich jetzt nur herumtaktiere ist und ja, man gar nicht so genau sagen kann, was hier. Oh, Surround maybe. Kriegt er nicht hin? Nee, nicht wirklich. A player's forces are under attack. Player's forces are under attack. Das wird hier gut Damage im Moment. Aber auch nicht wirklich irgendwas, wo man sagen könnte, wow, da geht jetzt irgendwas down oder so. Sacrificial Pit First Building, jetzt hier direkt. Auf Tier 2, strange. Und der DK weiterhin auf Level 1. The player's forces are under attack. Das ist wirklich glücklich. Oh, oh, oh. Ein guter hat er schon mal. Ja, schon schön. Oh, sind arm, auch alle der Giftschaden, das ist natürlich extrem fies. Vor allem das Beste an der Sache ist, ja, dass der DK jetzt einfach gar nicht, oder beziehungsweise Undead gar nicht eingreifen kann. Zumindest nicht mit den Ghoulen, weil die Ghoulen sind einfach viel zu low. Da muss man nochmal festhalten, dass Hasops die letzten vier besten Freeze 2-0, 2-1, 2-1, 2-0 gewonnen hat. Das ist schon bitter, oder? Ja. Also auch da, wo Fire aktiv war, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und unterschätzen. Ich verbessere dich ungern, aber du meinst wohl höchstwahrscheinlich damals, als Fire aktiv war. Was habe ich gesagt? Wo? Das ist ein Fehler in der deutschen Sprache, dass man eine Zeit assoziiert mit einer Präposition für den Ort. Ich komme aus NRW, Junge. Aus Krefeld, um genau zu sein, ja? Ganz ruhig, sonst hole ich meine Brüder. Können wir auch anders regeln hier. Hm? Anna, creep du jetzt noch ein bisschen? A player's forces are under attack. Nächstes Creepset und der MK als Second Hero. Ja, da kommt jetzt ein Slaughterhouse, nur ein einziges. Switcht er jetzt irgendwie oder so? Nee, auch nicht geswitcht. Gar nichts. Die ganze Zeit nur den Shade mit am Start. Also ob das was wird? Weiß ich auch nicht. Einen Tier 3 Tag am Start oder was? Graveyard sage ich. Griffin Avery, zwei Workshops. Ich Griffin weiß, Gyros. Weiß ich ja jetzt nicht so genau. Was macht er denn da? Läuft die ganze Zeit nur irgendwie herum. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, was er da gemacht hat. A player's forces are under attack. Hast Level 3 schon, der Archmage? Ja, aber fast, halt. Ich meine, wenn er Level 3 hat, hat der Typ halt Destroyer. Ist ein bisschen spät, aber jetzt Dach auf Sanctuary ist natürlich ein sehr nettes Item. A player's forces are under attack. Paladin. Ah. Gyros. Erster Griffin. Zweites Griffin Avery. Oh Gott. Er hat noch nicht mal mehr genügend Kohle, um hier irgendwie Farms zu bauen. Er sollte jetzt mal versuchen, irgendwie mal ein paar Units von ja, die Fiends. Also irgendwie versuchen, die Fiends zu kicken. Ja. Und jetzt kommt natürlich der OD. Level 3. Ein Footman weniger oder was? Wie schlecht in diesem Augenblick. Star Wars Sanctuary nochmal schön genutzt. Oh, da ist ein Griffin. Oh, der Griffin macht natürlich gut Bums. Oder? Muss man jetzt fallen aber auch einige. Footman. 39 gegen 40 ist noch okay. Dafür. Hat aber ordentlich was verloren, der Fire. Ah. Ja, fehlendes Micromanagement in diesem Augenblick, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh, Web jetzt ausgebaut, da kann er vielleicht nochmal. Coil hat er nicht, vielleicht nochmal healen oder so. Ah,
Hat nicht sollen sein. Aber die Griffin dafür sterben lassen. Also, den hätte halt hier. Oh, viel nochmal. Nächstes Stuff of Sanctuary. Oh Gott. Der ist halt so unglaublich teuer. Ja. Ah, da kommt mal ein Bowl. Vielleicht kann er den wenigstens kicken. Immerhin. Wohin? Immerhin. Ah, gleich ist der DK auch Level 3. Vorher wird der MK noch ein bisschen. Also wenn der MK noch recht schnell Level 3 schafft, das wäre natürlich recht wichtig, sag ich mal. Oh. Ja, oh. Ah, kriegt er auch nicht mehr. Doch, kriegt er. Nee, doch nicht. Vielleicht. Oh, nee, da hat er schießen müssen. Da, war schön. Da. Erwischt. Paladin hat er. Oh, sauber. Ah, das war eine gute Aktion von ihm, hat aber leider nicht ganz gereicht. Nee, hat auch nicht gereicht. Wie viel Supply hat er jetzt hier der Hasops? Oh, 46. 39, ja, muss er jetzt. Oh, Greater Healing Potion ist natürlich gut. Also, Griffins. Also, ich finde Griffins auch extrem imbar. Ja, aber Fiends sind eher die Knights, der Konter. Ja. Versucht er den Jade zu kriegen. Ah, oh, ist eine fiese Sache, würde ich sagen. Also ganz schwer, das Spiel noch zu gewinnen. Da haben du recht. Für den Spieler von aus dem ehemaligen SK Gaming Spot. Und der MK, bitte noch. Und der MK fast Level 3. Hm. Das ist halt wie gesagt wichtig, dass er schön einen MK auf Level 3 kriegt. Damit dem kann er schön mal einen, also einen guten Timing, den DK oder den Licht kicken. Oh, jetzt muss er aufpassen. Fire auf 49 gegen 48. Hat er wohl gesehen anscheinend. Drehen sie um. Da sind sie Gyrocopter, da kommen noch zwei hinzu. Oh, jetzt wird's eng. Oh, hier. Ah. Ein schön, immer eine Vierend. Die ist ja auch nicht ganz so günstig, also. Na, 49 weiterhin gegen 45 auf einmal. Ja, eine Vierend kostet wie viel? 190? Was? Nee, 215. Ach ja, stimmt, 215 und Gyro Größe von 285 oder so, ne? Ja. A player's forces are under attack. Ist er so teuer, ja. Ah, Level 3 auf jeden Fall. Helm of Valor ist natürlich auch ein gutes Item. Doch, ist ein gutes Item. Strength of Agility. Geht so. Ja, gut. Flammenumhang wäre besser gewesen, das ist mir auch klar. Wir sollten mal den MK wegtun und mit dem Paladin Level 3 erreichen. Das würde er schaffen. Also wenn er Solo-Creep machen würde. Schade eigentlich. Ah, stimmt eigentlich. Also Level 3 Parler und MK ist halt... schon nicht schlecht. Bombe. Aber er hat dafür Level 3 und 3 jetzt auch schon. Mal sehen, was er findet. Der andere Spieler. Ja, das ist schon zum Beispiel... wenn Tube nicht schlecht wäre es nicht gewesen. Ja. Jo moi. Da legst du nieder. Jetzt der Red Drake. Ja, ich weiß nicht, wieso den Paladin nicht gezwungenermaßen auf Level 3 bringen will. Ich meine, den wird's jetzt vielleicht sogar auch, aber... ah ne, wird er nicht mehr, oder? Nee. Hallo? Nee, wird er ganz knapp nicht mehr. Hm, halte ich für einen Fehler. Fire auf 50 Supply. Gegen 59. Also wenn er da jetzt creepjacken würde. 58, oh. Schönes Item. Ja. Ist der Paladin eigentlich jetzt Level 3? Nee, ne? Nee, knapp davor. Geht da gar nichts mehr. Ganz knapp davor. Keine weiteren Farms, jetzt kommen Miliz. Ah, jetzt macht er glaube ich Go. Weiß, dass sie da sehr versteckt sind. Supply für den Annett, wo er die immer herkriegt.
frage ich mich. Also die Armee ist es, glaube ich, nicht so in der Art und Weise. Da geht die Destroyer jetzt. Also die jetzt gleich noch dazukommen. Oh, okay, jetzt weiß ich, woher es kommt. Das ist, glaube ich, aber auch nicht so sinnvoll. Rossworm? Ja. Der ist krass. Ja, ich weiß nicht, ob ich die lieber woanders investieren würde, vielleicht. Oh, aber ich weiß nicht. Der slowt halt die Heroes so krass. Ja, ansonsten die... Jetzt nimmt er die alle wieder mit. Und auch Fires auf 54 Supply. Hase auf 68. Ah, ist einfach. Nee, also er hatte eine kurze Zeit lang irgendwie das Spiel zu gewinnen. Aber jetzt hat er es irgendwie vertan, dadurch, dass, er so lange abgewartet hat. Ich weiß nicht, er braucht halt unbedingt. Level 3 für Impala. Und dafür muss er einfach nur ein Ghoul oder sowas kicken. Wenn die Destroyer keinen Mana mehr haben, sind sie halt auch. Also sind drei Stück. Einer hat keinen Mana. Oh, die ganze Zeit nur weggerennen. Man braucht mehr Gyros. A player's forces are under attack. Puh. Macht er jetzt was? Hm, 60 Supply gegen 70, also es ist immer noch nur herumtaktiere. Oh. Jetzt gibt's das Go. Oh nein, das war ja extrem schlecht. Jetzt muss er zurück mit dem Gyrocopter natürlich. Ah, muss er zurück. Oh Gott. Ah, 60 gegen 65, gar nicht so schlecht in diesem Augenblick. Und in den Gyrocopter muss er zurück, weil ansonsten werden die gewappt und dann ist er halt komplett verloren. Gut, sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt mal aufgepasst ganz kurz. 65 Supply gegen 53, jetzt geht einiges. Down und aufgepasst, der Frostwurm. Frostwurm angeschlagen, geht in dem Augenblick, muss ich jetzt zurückziehen. Weitere Gyrocopter gehen jetzt down, aber auch alle Destroyer angeschlagen. Weitere Destroyer fällt nochmal eine Keule im letzten Augenblick drauf. Und wir haben 49 Supply gegen 45. Es sieht nicht so schlecht aus. Weiteres Level aber jetzt aufgepasst. Dreadnought gehen in dem Augenblick down. Und wow. Der Frostwurm. Frostwurm noch einmal. Der Paladin muss auch. Paladin, nein, da geht er down. Oh, das Item abgelegt. Den Frostwurm kriegt er sogar noch down. Schöne Aktion, aber. 34 gegen 30. Paladin. Und da ist die Expansion. Ja, Paladin war natürlich der einzige blöde Verlust. Er hatte die Invo-Potion, die wollte er abgeben. Hatte noch eine Heal-Scroll, die hätte er in der Not auch noch nutzt. Er hatte sogar zwei Heal-Scrolls, wie ich gerade sehe. Er nimmt ja beide, ist halt alive. Ne? Also. Jetzt muss er Expansion scouten. Ganz, ganz schnell. Ja. Weil die Goldmine ist in 1800 Gold leer. Haso hatte jetzt auch nicht, man muss es einfach so sagen, nicht die überragende Übersicht, fand ich. Ja, da hast du recht. Also Feier auch nicht, ne? Ansonsten hätte er nicht den Paladin verloren. Ja, er hat das Item schnell abgegeben, aber hat daneben geklickt. Man hat es gesehen, das Item wurde auf den Boden gelegt. Das war ja, wieso geht er jetzt da nicht hin und wieso fightet er da nicht? Ja, ich würde vielleicht auch nicht fighten. Also der Paladin ist schon ein wichtiges Instrument, sage ich. Gyrocopter? Ah, würde ich jetzt auch nicht fighten, glaube ich. Der MK ist auch einfach zu low. Ja. MK zum Glück die Boots. Also was Fire auf jeden Fall hat, gute Items. Ja, gute Items und gute Heroes, finde ich. Also, und 3-0er Griffins, so viel dazu. Die hauen halt so weit von Ja, rein. Die hauen halt die Fiends halt in Sekundenschnelle ja, weg. Das ne? haben wir also, auch gerade gesehen. Die haben halt echt null Chance. Und die Ghule haben wir ja auch gesehen. Ne? Also das war schon relativ krass. Die Flying Machines, also die Gyrocopter. Ja, haben die Destroyer eigentlich gut abgelenkt. Waren eigentlich auch ganz gut. 43 jetzt gegen 48. Er muss eigentlich nur noch auf den Paladin warten und vielleicht noch auf den letzten Griffin. Dann kann er es versuchen. Ja, dann muss er es versuchen. Feuer mit zu wenig Gold übrigens auch. Holz. Ah, es reicht genau jetzt für einen großen Fight. Kann noch ein paar Items kaufen. Irgendwas. Imbu Potion oder so. Ja, macht er auch. Feuer mal einen Pot. So, und da ist der Paladin, kriegt die Lesser Clarity Potion. 49 gegen 44. Und die Sugrats werden jetzt gebaut, die Expansion läuft noch nicht wirklich. Richtig. Die Echolites werden noch rübergeschickt.
Jetzt bin ich gespannt. Feier mit allem, was er hat. Ja, wenn er jetzt verliert, Haso Ops hat er eigentlich auch das Spiel verloren. Also es ist auf jeden Fall ganz genau so. 6 Fiends, also die beiden Heroes, die er da hat, Paladin und MK, hauen halt natürlich auch gegen die Fiends rein. Ja, da geht's direkt los, glaube ich. Erste da Fiend. Kommt der erste, die erste Fiend. Kriegt direkt erstmal eine Coil ab, muss aufpassen. Oh, erster Griffin direkt down gegangen und Level up natürlich. Level 5 jetzt schon für den DK. Oh, da muss er jetzt ein bisschen besser Mike holen. Hat gar nichts mehr in der Luft, jetzt muss er aufpassen. Hier der eine Griffin wird nochmal geheilt. Schöne Aktion, 41 Supply gegen 44 Supply. Nochmal aufgepasst, vielleicht jetzt. Oh, geht nicht down. Meine Güte. 41 gegen 41 Supply, Dreadlord wieder angeschlagen, wird nochmal geheilt, kriegt nochmal im Keulen im letzten Augenblick. Griffins gehen jetzt aber alle nacheinander down. Er hat zu wenig jetzt auf dem Boden. Oh, aufgepasst! Da, geht down! Dreadlord, schöne schnelle Aktion, jetzt geht sie auf die nächste Fiend. 37 gegen 39, hat er noch Mana, hat noch einen Bolt, hat noch einen Heal. Manuell übrigens die einzelnen 4 Griffins, Griffins rausgezogen, beziehungsweise gewappt. Oh, da wurde er wieder wrapped. Ja, MK müsste Level 5 erreichen, damit er hier den nächsten großen, ich sag mal... Jetzt muss er versuchen, den Griffin hier irgendwie zu retten. Ja, kriegt er nicht hin. Vielleicht nicht so eine gute Idee, da nochmal zurückzukommen. Hat noch Mana, kann da nochmal vielleicht was kicken. Hat ja hier die Flying Machines mit am Start. 38 Supply gegen 33. Oh, der Paladin. Paladin hat nochmal eine Invul. Hier gerade auf den Licht, aber das sollte er eigentlich nicht wagen. Oh, aufgepasst, Paladin! Nein, wird mit der Nova gefinisht und das war's. Stuff. Den könnt ihr jetzt auch noch benutzen für den MK. Macht der jetzt auch, viel zu spät. Das sieht jetzt doch besser aus. Für den Undead. Nee, da darf er auf gar keinen Fall nochmal hin. Ja, und die Expansion steht jetzt auch geschützt mit 2 Towern. Ja, Haso hat gewonnen, das ist relativ richtig, glaube ich. Oh. Sicher, ja, Gold hat er keins mehr. Oh nein, und das. Oh, schön. Ein Destroyer. Oh, 2 Destroyer. 34 gegen 31 auf einmal wieder. Ja, aber die Expansion steht halt. Ja, und Feier hat kein Gold mehr, also das Spiel ist eigentlich over. Ja, da waren halt zu viele Fiends gegen die Griffins. Ja, vor allem war der Nachteil, glaube ich, auch noch, dass er nicht das Update ausgebaut hat, dass er mit den Flying Machines vielleicht hätte Boden angreifen können. Ah, die machen so wenig Schaden. Das ist ja, aber besser als gar keinen Schaden, weißt du? Ja. Und jetzt verliert er auch noch einen Griffin unnötig. Ja, das war echt unnötig. Da muss nichts gesagt werden, ist auf jeden Fall over. Schade. Ja. Ich hätte gerne noch auf jeden Fall 4 Maps gesehen. Hätte er auch noch eine Expansion gehabt, dann wäre es lustig geworden, spätestens dann, wenn er im K-Level 5 ist. Hätten wir uns da auf den Spaß einstellen können. Wieso schickt ihr den Arc-Match nicht mehr mit dem Stuff of Sanctuary weg? Ah, vielleicht hat er Angst, dass er dann kommt. Vielleicht denkt er, hat einen Shade oder so, da. Ja, pff. Weiß nicht. Haso expandiert jetzt sogar noch ein zweites Mal. Ja. A player's forces are under attack. Ja, da wäre Nice halt jetzt perfekt gewesen. Ja, Nice und Gyros, ne? Also. Oh, wird Level 5 sogar? Nee, doch nicht. 4 XP. Hm. Reißt. Gegen 46. 5-5-2 gegen 4-4-3. Oh, da sind die 4 XP. Ja. Ja. Jetzt mal schön so ein Hero-Focus. Ein Licht oder so. Direkt auf den DK drauf. Hätte ich genauso gemacht. Ja, den zieht er auch erstmal schön weg. Muss er auch. Weil ansonsten ist es over. Oh, da kommt noch Militia dazu. Jetzt geht's auf den Dreadlord. Oh, Dreadlord geht down. Level 4. Oh, der DK, der müsste eigentlich rennen. Ja. Nutzt die Invo-Potion. Jetzt ein schöner Clap. Macht er nicht. Oh. Ey, der MK ist auf jeden Fall extrem krass. Der hat ja Bash, Clap und Bolt, oder was? Der hat doch da geklappt. Jetzt hat er auch noch Bash,
Was hat denn der da geskillt? Auf jeden Fall strange, aber extrem effektiv. Ja, da könntest du recht haben. Jetzt geht er zur Expansion, glaube ich, und macht die jetzt erstmal fertig. Ja. Oder guck mal, da wartet der MK an der Seite. Wie lustig ist der denn? A player's force. Dreist. Und da kommt er. Dreist. Ne, aber bisschen, da rennt er vorbei. Gelaufen. Rums. Oh, guck dir das an. Oh, nice. Oh Gott. Der MK ist ja wirklich die unglaublichste Maschine, die ich jemals gesehen habe. Alter Verwalter. Hau da mal eben schön zwei Fiends weg. Ja, 31 gegen 38 Supply. Also so übermächtig ist es dann doch nicht mit der mit dem Vorteil für den Spieler von Mouseboards. Ja. Der DK läuft als erstes wieder runter. Also nach oben. Ja, Gnollmann sagt, jetzt wäre ein Wurm ziemlich gut. Hat er vielleicht nicht Unrecht? Ja, hat er wirklich vielleicht nicht Unrecht. Und könnte den MK die ganze Zeit slowen. Jetzt geht er nochmal healen oder was macht er jetzt? Nee, hat nochmal ab. MK hat jetzt wieder ein Bolt. Healt er. Zack. Wieder einer tot. Ja, aber man muss auch wissen, dass die Zeit jetzt für Hasu läuft. Ne? Ja, ich meine, gleich hat er wieder eine Armee und dann sieht es nicht so gut aus. Ja, gleich ist gut gesagt. Oben ist ja noch eine Expansion, die steht. Das stimmt auch. Was hat er da jetzt verkauft? Weiß ich auch nicht, habe ihn nicht gesehen. A player's forces are under attack. Ah, da sollte er. Vielleicht kann er aber versuchen, den DK zu kicken. Gibt ihm einfach erstmal nur einen Bolt und einen Heal. Oh, aufgepasst hier. Oh nein! Oh! Oh mein Gott. Schöne Aktion. Ja. Schöne Aktion, gesleept, damit er nicht stuffen kann. Gut gemacht. Oh, der MK geht jetzt auch down. Ja, MK geht auch down. Ja, da hat man jetzt die Überlegenheit von. Also ob's gesehen, nice, GG, und damit steht schon 2-0 für unseren deutschen Meister. Aber auch echt gut gemacht. Also in dem Augenblick auch Sleep, damit er nicht gestufft werden kann. Coil, also war schon ziemlich gute Aktion. So, dritte Map ist... lass mich nicht lügen, warte, ich guck mal kurz im IRC, bevor ich da irgendwas Halbwahres erzähle. Echo Isles ist es. Eigentlich war es ja mal eine Human Map, aber in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich immer nur die Anlets gewinnen. Ja, normalerweise, wenn man da die First Expansion so gut durchziehen konnte, ne? Ja. Da hat Mew sogar gegen Lucifer gewonnen auf der Map. Stimmt. Hast du gesehen? Mew hat sogar gewonnen in gegen WC3 ja, Sein, 2-0. Das hat mich auch. Also, ich meine, gut, das war das Schlechteste von Hooray, mal davon abgesehen. Da haben sie, ich sag mal, Opfer gegen Opfer spielen lassen. Und am Ende hat ein Opfer von den beiden gewonnen. Ja, gut, das kann man jetzt natürlich so schlecht reden. Aber stimmt, wenn man Mark Hoffmann heißt, muss man Mio gut reden. Ja, ist halt eine Leistung. Ne? Ja, ich bleib mal draußen, ne? Bei dem Game, weil ich ja jetzt wahrscheinlich gleich hier bei... Gut, ich meine, ja, zwei, aber es ist 2-0. Ne? Ja, gut, das Matchup ist natürlich auch ein Vorteil für ihn. Aber fies, ne? Hat SK überhaupt schon eine Map abgegeben oder so? Ja, haben sie, aber ist trotzdem unglaublich. Ja, aber ne? Nicht viele. Ist echt heftig. Also ich meine, die Tabelle ist halt... Das eine Nachholspiel noch und dann haben sie 15 Punkte. Also das gab's so noch nie in der WC3L übrigens. Ne, keine 3-0. Wicked Esports hat auch 14? Nee. Doch. 5? Oh, krass. Ja gut, die haben aber auch die vermeintlich schwächeren Gegner gehabt, ne? Ja, ich mein, Serious Gaming. Huawei. Ja. Oh. Und We Are Go, aber... Oh, nee, Space. Da. Da! Ein Punkt verloren. Ja, ein. Ja, aber sick. Ich meine, also 15-0 ist halt etwas, was noch nicht so oft erreicht worden ist. Ne? Also, schauen wir mal. Hooray bislang mit 2 Punkten. World Elite mit erst 0 Punkten. Was ist los mit World Elite? War noch letztes Mal noch auf den Finals. Ja, die Saison wird schwer. Ja. Ja, Hotlips, was ist da los, ha? Achso, ja, geht's da los bei dir? Weiß ich nicht. Dass sie die warten auf dich. Kann man gucken. So, ja.
Also ganz krass finde ich, also die derzeitige Tabelle hier in der WCDL. Wicked Esports, ja. Was soll man da jetzt von halten unbedingt? Das ist natürlich mies. Danach BET und Meteor Maker ist natürlich enttäuschend. Ne? Also bislang. Mausbots dagegen mit einer relativ souveränen Anfangssaison jetzt. 2 Siege, 2 Spiele und Alternate Attacks. Ja, könnte auch noch besser sein, oder? Was sagst du? Ich finde eigentlich, die Leistung bisher war ganz ordentlich. Gegen MTW gewonnen, 3-2. Gegen BET, das Team, was ja gegen Meteor Makers 4-1 gewonnen hat, 2-3 verloren. Bisschen unglücklich, Dark hätte bestimmt noch einen Punkt holen können. Der hat ja da ein bisschen, ich sag mal, den Tower Rush da ein bisschen, schlecht ausgesehen. Ich schau mal ganz kurz mal das Spiel an von BET gegen Alternate Attacks. So. Winners gewinnt gegen Jaws, enttäuschend, muss ich sagen. Check gegen die Muslime, hätte auch besser sein können. Nee, Check hat gegen Robbie. Oh, BET Myth, ist das der, ja. Von dem ich dir mal, die ich dir mal erzählt habe, ne? Was ich da gelesen hätte. Mhm. Auf diesen komischen Szene-Seiten. Mhm. Ja. Und Jaws und Dark gewinnen gegen Winners und Sweet. Ja, und X-Dot gegen Vorfall 2-2. Wieso spielt Sweet nicht im 1-on-1? Habe ich mich auch gefragt. Der Quiz ist ja jetzt Manager, Teammanager. Bei BET? Ja. Ne. Habe ich dir schon mal erzählt, du hast genauso reagiert. War. Auch Kloppy? Live in der Sendung. Ja. Kloppy? Ne. Ja, er ist da auch jetzt. Wo ist er? Da. Wie kannst du denn Kloppy und Knappy? Ach so. Ja. Warte mal, Kloppys Beschreibung ist: Where there's no vision, there's no achievement. Achievement wird mit E zwischen dem V und dem M geschrieben. Tobi. Hm? Kleiner Fehler da an deiner Stelle. Wir gehen aber mal ins Game hinein. Es ist Echo Isles. Jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang zwischen Knappy und Kloppy und wieso du die beiden verwechselt hast und ja. Und wieso haben sie in den Spiel nach so? Ja, er hat selber gefragt und sie meinten halt, ja, der will nicht. Ja, was ist denn seine Aufgabe, wenn er selber nachfragen muss bei den Lineups? Nein, er hat halt gefragt, warum er nicht spielen möchte. Und Sweet sagt, I don't want play. One on one. Ne, hat ja 2-2 gespielt. Und dann klicklich versagt. Ja, Sweet war früher echt mal richtig gut. Hm? Und jetzt? In welchem Teil? Ah, ne, das will ich jetzt nicht sagen. Ja, Sweet ist immer noch gut, bin ich mir ziemlich sicher. Er hat doch hier noch vor kurzem gute Ergebnisse geliefert. Er ist auf jeden Fall nicht mehr so gut wie früher, muss man so sagen. First Map. Wer war Chiara? You finished second? Mouseboards. Ja, was hältst du eigentlich von diesen Szene-Seiten, die sowas vorher wissen? Von diesen Gerüchte-Seiten? So Walkout Flamers, Scene Monkeys. Ja, Scene Monkeys habe ich ja jetzt gelesen, steht zum Verkauf. Ja, habe ich auch gehört, aber sollen wir es kaufen? Ja. Nee, sollen wir uns selber kaufen? Ja. Viele behaupten, ja, ich wär's oder ich war's oder ich hätte was damit zu tun. Aber hey, ja? Muss ja sagen, seitdem ich keine Gerüchte mehr auf ESL TV spraye. Ja, gibt's auch nichts mehr. Gibt's auch nichts mehr auf Cinemonkeys. Hat mich auch gewundert. Ne? Das heißt eigentlich, das spricht eigentlich nur für mich, weil ich es dann doch nicht bin. Das ist, also, oder vielleicht die Leute haben die Infos halt nur von mir geklaut. Ja. Ja, schauen wir mal. Was da so geht. Oh, jetzt verliert er. Ey, wo ist denn hier das Water Elemental? Lol. Wieso spielt er ohne Water Elemental? Oh mein Gott, der hat Aura da auch nicht. Sinn? Fragezeichen. Und der Circle of Nobility hat er auch liegen lassen. Was macht Fire denn da? Spielt er absichtlich so? Hat das irgendeinen Sinn bei tieferen? Also verstehe ich wirklich nicht. The player's forces are under attack.
Echt strange. Ja. Wie viele Skelette auch dabei sind. Ohne Archmage. 30 gegen 30 Supply. Tech natürlich schon hier angefangen, hier noch nicht mal in Sicht. Ich verstehe nicht ganz, was der Fire sich da eben gedacht hat. So ohne Water im Mantel creepen und so. Also, das war echt super strange. A player's forces are under attack. Sie sollen sich mal beeilen mit dem nächsten Spiel, weil ansonsten. Ja, ich hoste das jetzt. Boots gekauft für ein Archmage. Und Tomb of Strength. Gefunden vom DK. Da bin ich mir nicht sicher, ob er das schafft. Hat ja. Oh, ja, wenn der da kommt, dann nicht mehr. Ja, und wartet erst einmal eine Runde. Weil die Milizen jetzt noch kommen. Wollte sie jetzt den Priest holen und sowas? Er hat kein Supply-File, ist das richtig? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben finisht er es jetzt. Hat genügend Mana. Oh. Force of Attack plus 6. Und Hase, ob's hat sie beiden geholt. Nee. Den Force of Attack hat Hase, ob's. Oh, der DK kommt nicht raus. Juhu. Oh, der. Archmage musste potteln. Oh nein, der Troll Berserker, der hat halt nichts mehr gehabt. Nee. Fies. Sehr fies. 30 Supply gegen 34 Supply. Oh. A player's forces are under attack. Weißes Creepset, damit er schon Level 2,5. Und immer noch kein Tech, dafür Arcane Vault jetzt und gleichzeitig die Expansion. Level 3 jetzt schon für den DK, Heidewitzka. Dungeon ist auch ein bisschen zu weit weg, oder? Dennis? Die ist tatsächlich mindestens eine Position zu weit weg. Ah, oh, der Fuhrmann konnte er noch retten. Was macht er? Wieso callt er den nicht? Panda übrigens. Hm, nett. Ja, sieht jetzt nicht so gut aus, muss man sagen. Oh, lol. Vier Mann zu round, dachte ich hier gerade. Wie will er die Echse da bitte gerade? Frag mich nicht. Also das, was Fire hier gerade zeigt, ist auf jeden Fall... Schmälert seine Leistung etwas. Ja. Also, da weiß ich jetzt nicht so ganz, was das jetzt sollte. Ich wette, er bricht sie nicht ab. Bin mir nicht sicher, ob das abgebrochen war oder nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Er könnte echt zurückrennen und einfach den AM finishen. Wie kann Fire das jetzt noch gewinnen? Hm. Also ich verstehe die gesamte Leistung hier von Fire gerade. Und jetzt setzt er wieder die Expansion auf. Ja gut, aber viel mehr bleibt mir auch wirklich nicht übrig. Ja. Sag ihm mal, dass sie die richtigen Farben nehmen sollen, die beiden. Ja, das krieg ich schon. Kauft ihr wieder ein, World of Necromancy, schätze ich mal. Vielleicht ein Town Portal? Nee, doch nichts. Auch gut.
Level 3 für den Arcmate. Oh Mann. Jetzt versucht er die Tower hier hochzukriegen. Und gelingt ihm natürlich nicht wirklich. Also, das tut wirklich ein bisschen weh hier zu sehen, wie Fire hier jetzt gerade performt. Hat ja, haben wir eigentlich die ganze Zeit durchgehend hochgelobt, hat eigentlich auch gute Leistungen gezeigt, so. Auch während der Rele und vor allem beim Interfire Night Game. Aber das, was er jetzt gerade zeigt, ist wirklich, ja, ein bisschen enttäuscht, muss man schon beinahe sagen. Also auf jeden Fall nicht das, was wir mehr oder weniger doch erwartet haben. Da ist noch ein Tower und hier ist noch ein Tower, der ausgebaut wird. Also wenn er das noch gewinnt, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, den cast ich hier nie wieder ins Spiel. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da hätte ich ja so wenig... töte ihn doch einfach. Ja. Level 3,5 jetzt für den Arcmage. Deathlight rennt weg. Oh! Ah, gut, aber... Hätte er blocken können, hä? Huh? Wenn er selber blockt. Wie groß er sein, blocken und schlagen und immer wieder blocken, solange bis er down geht. Ja. Also heftig, was hier für eine Perform, wie er hier performt bislang. Feiern. Ich hab noch nicht angefangen, hier jetzt einige Tower hochgezogen, aber ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Auch noch keine Upgrades für die Tower. Beide Upgrades, einmal das Frenzy und einmal das Destroyer Upgrade jetzt drin. 48 gegen 35 Supply von Fire.de. Ja, und gleich, wenn wir dann hier fertig sein sollten, falls wirklich so aus, also es sieht ja so aus, dass Fire hier auf jeden Fall gerade arge Probleme hat, gehen wir dann direkt in das zweite Spiel rein. Da sind wir jetzt gerade gestartet. Wieder einige Statues down. Oh, bitte. Und der Arcmage. Joa. Wird nicht leicht, die Expansion hier zu halten. So viel sei gesagt, das Upgrade ist auch noch nicht drin. Wurde auch nicht erforscht. Ist immer noch Tier 1. Boah, erster Tower ist auch weg. Und, ja, weitere Tower fallen jetzt in diesem Augenblick. Also ist ein ziemlich harter Wave. Erinnert mich an Football-Teams mit anderen. Weitere Tower jetzt hier. Oh Gott. 58 Supply gegen 24. Also unglaublich, was hier gerade passiert. GG, viel Glück auf den Fall jetzt. GG, auch von Hardhops. Dankeschön. Und das war's. Was ein Spiel. Dennis, du hast irgendwie in der ganzen Zeit nicht einmal was gesagt. Ja, ich war ja hier das andere Spiel mal organisieren. Aber leider war der Host wieder zu schlecht. Das waren wir selber. Ja. Und was jetzt? Jetzt hostet hier jemand anders. Ist auf schon? Ja, weiß ich nicht. Der Paladin hat rebootet. Oder ist er gerade am Reboot? In welchem Channel denn? In dem gleichen wie eben? Ja. Aber dann müsste ich ja eigentlich auch das sehen, oder? Yep. I don't see it. Dann mach mal hier bei Jupe halt Tunnel und so. Da. Hier, Jupe, Tunnel. Start Game.
Der Kloppi. Und wie wäre es nochmal, für dich vielleicht nochmal, Revue passierend zu sagen, wie, warum Fire jetzt verloren hat? Schlecht gespielt. wirklich schlechtes Timing gehabt. Das Micro war heute nicht so gut wie gegen Grubby. Ja, ich weiß nicht, das Spielverständnis fehlte einfach. Das hat er ja sonst eigentlich immer gehabt. Wobei, das ja auch nie das Beste bei ihm war. Er hatte immer gutes Micro gehabt. Das Spielverständnis war auch mal ganz in Ordnung. Nicht so gut wie vielleicht bei Miu, aber... Ich weiß nicht, heute hat es einfach nicht sein sollen. Vielleicht also war einfach ein schlechter Tag. Vielleicht war einfach ein schlechter Tag. Kann ja, schlechter Tag kann natürlich gut eingehen. Ja, ist natürlich ein bisschen bitter. Hast du eigentlich mal wieder ein paar Gerüchte, die wir hier mal ein bisschen rausballern können? Ja, nö. lass mich überlegen. Was könnte mir denn einfallen? Jetzt das Problem, die Saison hat gerade angefangen. Alle haben ihre Spieler wieder getauscht und verschenkt für ein Appel und ein Ei. Ich habe da ja ein paar Gerüchte. Ja, was denn? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ja, ich habe auf jeden Fall gehört, dass, also A, dass Seed Monkeys ja jetzt verkauft wird. Das habe ich gehört. Und ich habe gehört, dass daraus jetzt eine neue Seite entstehen soll. Also Seed Monkeys, also steht auf jeden Fall auf der Seite drauf. Es wird verkauft, die Seite. Und gleichzeitig soll daraus, also mit der alten Crew, eine neue Seite aufgebaut werden. Okay. Da bin ich gespannt. Bin ich auch gespannt. Naja, aber passiert ja nicht mehr viel in letzter Zeit, muss man einfach mal sagen. Ja, haben sie einmal da ein bisschen unsere Gerüchte da alle aufgenommen und auf eine Seite geklatscht und dann war es das. Ja. Also die waren ja immer langsamer als wir. Ja, stimmt schon. Selbst Readmore war langsamer als wir. Gerüchte zu folgen, ne? Und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Tja. Und schon einfach zu schreiben, dass wir es waren. Ja, ansonsten, Hardsops gewinnt gegen Fire.de. Raptor Game gegen Attex, was ist das? Premier League, ist ziemlich spannend, muss man sagen. Geht. Nee, Dark und Jaws haben schon gewonnen. Ja, guck mal bitte, was da für Spiele sind. Das sind eigentlich ziemlich gute. Also X-Dot gegen Try Dying finde ich zum Beispiel top. Jaws gegen Leon finde ich auch gut. Und Demo Sim gegen HLA finde ich auch gut. Insolence gegen Dark ist gut, ja. Ja, nee. Klar. Was sind eigentlich, was ist doch? Ja, okay, Dark, er ist halt Orc Mirror und das sind halt so das interessanteste Spiel vom Moor. Ja, aber der Rest ist halt super. Also Undead Human, HLA gegen Demo Sim, X-Dot gegen Try Dying finde ich übrigens am besten. Ja. Ja. Oh. Ja, was hältst du denn von diesen neuen deutschen Teams? Ich meine, finde ich gut. Ist die neue deutsche Welle? Nein, okay, aber ist jetzt wieder in. Ne? Das ist, glaube ich, von Flair gewesen. Ne? Ja, das ist neue deutsche. Ja, er muss sagen, also mit Attex und Raptor haben sich ja auf jeden Fall wieder zwei wirklich gute Teams gebildet auf rein deutschen. Also, Demos-Team ist jetzt kein deutscher, aber. Das ist richtig. Aber abgesehen von dem, ohne den kann man, glaube ich, auch noch gewinnen. Zwei gute deutsche Teams. Das war ja immer so mehr oder weniger immer der Traum von Leuten, so ein rein deutsches Team zu haben, das endlich international mal mithalten kann. Vielleicht sogar mal die WCHL gewinnen. SK Germany zum Beispiel. SK Germany zum Beispiel. Zu meinen Zeiten, als ich Teammanager war. Ja, aber hattet ihr wirklich den Anspruch? Was? International? Wir waren das einzige Team, was nicht direkt abgestiegen ist aus der WCHL. Ja, wir auch. Rein deutsch, nee. Klar. Nee. Klar. Nee. Logisch. Wann? Wir sind einmal auch nicht direkt abgestiegen. Ja, doch. Vielleicht Season 3 oder so. Nee, war 6 oder 7. Ach komm bitte, 6 oder 7, da warst du schon 4 Jahre hier am Arbeiten. Nee, wirklich. Nee, weiß ich gar nicht. Nee, 6 und 7 noch nicht. Bin ich mir nicht sicher. 7 hast du hier auf jeden Fall schon gearbeitet. Nee. Du arbeitest hier schon seit drei Jahren. Oder? Das sind 6 Seasons, mindestens. Lass mich mal überlegen. Jetzt sind wir in der 13. Also warst du ungefähr 6 oder 7. Ja, vielleicht 5. Ja, 5 oder 6. 5 oder 6, ja. Das ist ja mal am Ende der Saison. Das echt Ewigkeiten. Guck mal, da gab es noch nicht so viele gute Teams. Ja, man muss ja in einem Verhältnis. Ich meine, wenn du jetzt sagst, also wenn du jetzt Uwe Seeler zum Beispiel nimmst, ne, sagst du dem jetzt auch, du warst damals nicht so ein guter Fußballspieler, weil damals waren die Fußballspieler auch nicht so gut wie jetzt? Ja. Ja? Sagst du dem das? Ja. Und sagst auch, Franz Beckenbauer ist kein guter Fußballspieler, weil damals waren die Fußballspieler auch noch nicht so gut. Er war ja richtig krass. Er konnte auch heute noch mithalten, wenn er jung wäre. Nee, das glaube ich auch nicht wiederum. Achso, also bestreitest du es auch? Dass er jetzt, wenn er jung war, ich meine, weißt du, das ist halt immer unfair. Ich meine... Sagst du auch, Muhammad Ali war kein guter Boxer, nur weil damals gab es noch nicht so viele krasse Boxer vom Körper her, wie zum Beispiel jetzt Lennox Lewis oder so? Ja, die nehmen ja auch nicht so viel Zeug, ne? Früher, Namen. Hm? Ich weiß nicht, ob die jetzt Zeug nehmen. Also die Frage ist ja immer, man sieht ja, man muss ja immer alles in der Gegenwart sehen und zu damaligen Zeiten, wie im Fußball, wie im Boxen, wie im Radsport, wo es vielleicht auch noch nicht so viel Zeug gab, war es damals tatsächlich der Anspruch damals von dem Team. Muss man einfach so sagen. Hier, was ist denn jetzt hier mit den Freunden? Ach, warte. Ich dachte, du kannst nicht hosten. Doch, aber er meinte, er hat jetzt irgendwie Downloads ausgestellt und all so ein Kram. Jetzt geht's wahrscheinlich doch. Ich dachte, in Polen kann man gar keine Downloads machen. Dann ist vielleicht für die ganze Stadt da irgendwie der Download weg, das Internet weg oder so. Wofür sollen die auch Downloads? Ach, egal. Den kann ich nicht bringen.
Okay. Ja, aber jetzt wieder mit den deutschen Teams, so Raptor Gaming, Attacks, sind ja schon wieder einige Teams da, die man, ja, muss man sie schon ernst nehmen, so auch international? Ich meine, MTW ist ja auch mit dem Kogi ausgestattet, mit dem Santini und wen haben die noch? Na gut, Hanf und Prodeus halt und dann noch Kiwikaki. Ist ja kein schlechtes Team, ne? Die hat ja ein Ziel Top 6. Ist aber auch kein Team, was ich jetzt... Ist nicht kein Meteor Makers, das stimmt schon. Ist aber auch kein Team, was jetzt aus Deutschland kommt, finde ich. Ich finde, es ist kein deutsches Team. Nur waren zwei Deutsche. SK ist auch kein deutsches Team. Nee, deswegen meinte ich ja, das ist ja schon ein internationales Team, gegen das die da gespielt haben. Ja, ja. Gewonnen. Ich weiß nicht. Ansonsten, für all diejenigen, die sich fragen, nur zwei Spiele heute. Eigentlich sind noch in der Relegation 4 Spiele. Da seid ihr komplett richtig. Morgen um 19 Uhr gibt es natürlich auch die anderen Spiele. Und zwar in diesem Falle gibt es da die Spiele unter anderem zwischen Protoss und dem unglücklichen, beziehungsweise glücklichen Titelverteidiger Intel Extreme Masters Season 1, Todd. Und da ist Protoss natürlich nicht besonders glücklich drüber, wie gesagt, gegen Todd zu spielen ist sehr, sehr, sehr hart. Und natürlich Nightwolf gegen Hot. Das wird höchstwahrscheinlich auch eindeutig ausgehen, denke ich mir. Ich bin mir nicht sicher. Aber also der Zweitplatzierte sollte doch höchstwahrscheinlich der letzten Saison sollte doch wieder dabei sein. Ja. Und spätestens nächste Woche Mittwoch kann ich wieder nur empfehlen, einzuschalten ab 18 Uhr. Consoles Casual ist wieder am Start. Ja. Ja, ab 18 Uhr vor den WC3 Matches der ESL Pro Series. Und niemand geringeres als Moritz Wagner, aka Kog, wird am Start sein. Ja. Ist doch geil. Du musst ein bisschen Gamma auch hochsetzen. Warte, ja, was mir gerade auffällt, ist, ja, er könnte für die WC3-Sendung bleiben. Nee, das geht nicht. Warum? Ja, weil er wieder zurückfliegt und so. Echt? Der fliegt? Zahlen wir ihm seinen Flug? Ja. Was? Ja. Na, ich habe ausgerechnet, was billiger ist. Weißt du, wie teuer so ein Zugticket ist? Ohne Vergünstigung 120 Euro, dabei bin ich ja von Latschen gekippt. Ja, eine Fahrt. Nicht ja, zwei. Weiß. Und dann mit Vergünstigung immer noch über 60 Euro. Ja, kannst du nicht irgendwelche anderen Gäste vielleicht mal suchen für sowas? Ja gut, das hat gerade mal 90 Euro oder so gekostet. Hin und zurück? Fliegen? Ja, Flug, ja, 95 sauber, oder 94. Sauber. Geil. Fett. Ja, ist nicht so, als wenn wir kein Geld hätten. Wir sparen nur gerne. Ne? Dagobert Duck hat auch viel Geld. Spart aber auch lieber. Ne? Ja. Ich kenne da ganz andere lustige Geschichten von Leuten, die gerne sparen. Die Sätze zum Beispiel wie, das ist auch erst 15 Jahre alt, das Hemd. Ja. Wird tatsächlich ab und zu mal gesagt. Ich habe es auch schon gehört. Oder auch, der Pulli ist doch umsonst. Ja. Wer könnte das sein? Komm. Der Pulli ist doch umsonst? Ja. Kenne ich nicht. Schade. Da kann ich jetzt auch nicht sagen. Nee, ich kann es auch nicht sagen. Hättest du jetzt gesagt, egal. Ja. Hätte ich auch jeden Fall gelacht. Aber. Der Jan oder was? Nein. Nee. Das weiß ich nicht. So, wir gehen ins Game hinein. Sasuke. Ist das eigentlich eine Anime? Irgendwie so ein Dragon Ball Z-Charakter oder so? Ich weiß nicht, woher der Name kommt. Wer? Welcher Name? Sasuke. Ja, ist es. Das ist der Kämpfer von... wie heißt das? Sasuke Uchiha. Hier von... Da, diese Ninjas sind das. Mann, das ist gar nicht so schlecht. Habe ich mal geguckt. Ist a fictional character am Arbeiten. In the Naruto Universe. Genau, created Naruto by Masashi das. Kishimoto. And developed by the Media Franchise. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich. Blade Master. Gegen. Lass mich nicht lügen, aber ich könnte tippen, es wäre Demon Hunter. Wow! How could you know? Das ist ja echt Wahnsinn, wie du das gemacht hast. Werden angegriffen. Oh, mein Knie, ich bin so alt. Ja. Unglaublich einfach. Und der Blade Master jetzt. Demon Hunter hinterher. Aber das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Einmal hat er noch Windwalk. Kann den vielleicht nochmal benutzen. Und Kiara hat sich ja auch nie wirklich durchgesetzt. Sicherlich mit Abstand der beste dänische Spieler, aber international gesehen auch nie wirklich jetzt die Streitkräfte eines Spielers top. Werden angegriffen. Der einzige Däne, der. Ja, war Bjarke. Der wirklich ein bisschen was reißen konnte, war Bjarke, da hast du recht. CPL, ne? Zum Beispiel, hat er gewonnen. Du hast die Musik noch an, Dennis. Wieso ist denn die an? Das haben wir doch letztens schon gehabt. Verstehe ich nicht. Eine Stadt wird belagert. Hast du Hunger, Marc? Nee. mit Hasu, Ops könnten wir theoretisch auch noch reden, wollen jetzt aber erstmal hier das natürlich übertragen. Ja. Ja, bisher, also muss man sagen, Paladin baut hier seine
Base doch recht gut zu. Kann der Blader nicht wirklich viel machen. Kann er towern, ne? Und da kann niemand keine Einheit hin. Es sei denn, er macht auf. Das ist lustig. Würde ich mal machen. Stimmt eigentlich. Ja. Ja, dann muss er aufmachen, aber dann kann in der Zeit halt auch, Oh, das ist okay. Astro kann er nochmal neu jetzt. In der Zeit könnte dann auch, der Blade Master reinstolzieren und theoretisch ein paar Wisps kaputt machen. Ja. Weil der Peon ist halt, der nervt jetzt ein bisschen, auch da muss man sagen, verlierst halt super viel Holz. Ne? Eine Stadt wird belagert. Ja, guck mal, wie wenig Holz er hat, 164. Guck mal, der Night Elf, der hat schon wieder über 300. Und das würde ich ja erst recht nicht angreifen, weil das reparieren kostet nichts. Ja, ich würde die Wisps angreifen. Mich auch. Oder ich hätte das Moonwell die ganze angegriffen, das wäre bestimmt jetzt schon bei 400 oder so. Wow. Ja, unterschätzt das nicht. Level 2. Claws of Attack plus 6. Schönes Ding. Ja. Oder Staff of Teleportation holen. Eine Stadt wird belagert. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber dann wie soll er da wieder rauskommen? Ja gut, der Typ muss halt aufmachen, ne? Und dann nutzt er den Windwalk. Ja, aber das ist eine gute Idee, ne? Also von dem her, Programmer auf jeden Fall wäre möglich gewesen an mir. Ja, ja, ja. Vielleicht macht das ja jetzt auch. Aber ist wirklich eine gute Idee. Ich meine, er kommt nicht rein. Ach, guck jetzt hier. Ah, da. Gleich doch. Guter Speed. Wenn man jetzt hier ordentlich laufen kann. Ja, aber geil. Consoles Casual, habe ich das eigentlich zu Ende erzählt? Ja? Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Du hast mich unterbrochen, indem du die ganze Zeit über Kosten geredet hast. Ja. Muss man sagen, wird auf jeden Fall richtig gut. Das habe ich einfach im Urin. Und Moritz Wagner wird auch hier eine Live-Performance sehen. Ach du Mist. Und ihr werdet Sachen herausfinden, über die du jetzt nicht redest. Achso, du meinst das halt mit? Halt den Mund. Die auf jeden Fall sehr spannend sind und die man auf jeden Fall nicht erwartet hätte. Also da denkst du halt so, okay. Die Streitkräfte ich glaube, Kogula wusste es selber nicht mehr so ganz. Rocco Siffredi oder was? Oh, der Blade Master ist, glaube ich, im Vorteil sogar. Hoho, ich wusste es. Jetzt ist er im Vorteil. Oh, lol. Was macht er denn da? Er hatte Boots, hätte er nicht bekommen. Gar nicht so gut aus für Chiara. Also, sieht noch in Ordnung aus, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Chiara hier ordentlich stresst schon im Early. Ja, Guabi hat es mir erzählt, als ich Freitag da kurz mit ihm gesprochen habe, meinte er, Colonel, you've got time? Und ich so, of course. Und meinte, hat er mich gefragt, hier, hast du mitgekriegt, Relegation, wer gegen wen spielt? Und ihm meinte ich, ja, bla bla bla. Proteus und dann gegen Todd. Trauriger Smiley. Fire gegen House of, trauriger Smiley. Und den Rest meinte ich, interessiert mich nicht so. Und dann meinte er, ja, wie sieht denn aus mit Chiara? Und ich sagte ihm, ja, muss gegen Paladin spielen. Und er meinte, yes. He is so happy about this. Oder he will be so happy about this. He really wanted to play against Paladin. Jetzt nehmen wir den ersten Grunt hier. Kommt mal weg. Oh, schön gemacht. Der Speedspar. Da hatte hier auch der Paladin schlecht gefokussiert. Ah, kein Hex ist natürlich jetzt auch. Ja, aber damit hat er den Kampf hier gerettet. Sonst hätte er mit Hex das, glaube ich, nicht geschafft, den Kampf zu gewinnen. Ah. Guck mal, die Hand sind halt immer noch im Game-Bereich. Deine Grunts sind auch gut geschwächt, der hier ist schon eigentlich down, muss man sagen. Ah, mieser Hero-Fokus oder so, wäre jetzt schon drin gewesen dann. Ja, der auf dem Beastmaster halt, ne? Oder auf den Demon Hunter ist ja dann immer wieder Hero. Dieser Stuff, ne? Kennst du das ja. Schöner Stuff of Preservation. Ach, die Hand, ja. Wie weit ist die Goldmine runter, zeig mal. Oh. Ich sag ja, hätte er hier angegriffen. Ne? Durchgehen und die ganze Zeit. Ja, stimmt schon. Ich weiß nicht. Der Chiara hier. Ein Snare im Bau. Hier das Berserker-Kraft-Upgrade. Die Streitkräfte eine und ein Snare und Hex kann natürlich jetzt auch nichts kicken. Oh, das ist ganz schlecht. Oh, das sieht echt nicht gut aus für Chiara. Aber die Hand da könnte er ja mal wenigstens kicken. Ah, kick doch mal die Hand, Junge. Seltsam, seltsam. Aber es hat auch so den Wisp gereunivated. Ja. Das ist natürlich echt bitter. Ist mühseliges Micro, was man da aufwenden muss, ja. Um die ganzen Serpent War zu kicken. Ah, hat er aber auch echt ein bisschen Pech. Oh, der Shadow Hunter.
Portal geht. Ja. Er hat aber nichts gekickt. Der hätte da. Oh Mann. 34 gegen. Ah, 34. 38 gegen 34. Ja, aber ist bitter, weil er hat letztendlich so viel Damage ausgeteilt. Viel mehr als Paladin. Aber Paladin hier mit viel Glück oder besseren Maiko. Man kann sich da jetzt entscheiden. Was hat, der hat nur Wisp verloren, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt hat er seine Hand selber gekickt, damit er einen weiteren Bären bauen kann. Reinfields gegen 39. Nicht die Heilung ab. Aber hat auch nicht so viel gebracht. Leider gammelt hier ein bisschen rum. Ich würde mal irgendwie so ein Demolil, so ein Dingens da holen. Ach nee, das ist noch nicht gekrübt worden. Goblin Zapper. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Mal ein paar Moonwills kaputt machen oder so. Ja, das, wenn er da gekrübt hätte, das wäre natürlich lustig. Hier reinsetzen. Ja, das war ja komplett frei. Oh Mann. Ja, jetzt hat er erstmal schön wieder keinen Windwalk. Wenn er jetzt noch einen Mana Bar kriegt. Ja. Genau im richtigen Moment. 40 Supply hat die ersten Bären gegen 47. Aber Spirit Link jetzt auch mit am Start. Ist wichtig. Also Spirit Link gar nicht so. Vielmehr nach meiner Meinung, was wichtig ist, ist das Dispel. Disenchant gegen das Reunivate oder gegen das War. Ah, ich würde aber das Spirit Link jetzt nicht unterschätzen. Gerade gegen die Bären, die machen halt 4 Damage auf eine Einheit. Oh, da geht ein Raider noch down. Also, warte mal. Das macht er aber nicht leider dann. Oh, der Blader. Wenn er jetzt einen Mana-Burn kriegt. Also, das geht jetzt gerade nicht, aber... Ich sehe halt mal den Demon Hunter. Micro-Wear. Oh, Mann. Oh, Mann, wie schlecht. 1-0 für Paladin. Oh, kann er eigentlich nicht mehr gewinnen. Echt schlecht. Schlecht. Und schon ist der Ork schon wieder bei 48 Supply, weil er halt einfach hier... Kodo, Spirit Walker, Hero nachbauen muss. Ja. Komm, dann hätte er noch fressen können. Geht er andersherum, macht halt die halbe Armee. Wieso macht er den hier nicht in die Astralgestalt? Ja, weiß ich auch nicht. Boah. Also. Ein Mana ist halt trotzdem da. Stimmt auch wieder. Oh, der Shadow Hunter. In Snare halt nochmal den Demon Hunter. Ja, Grunt ist down. Also momentan spielt. Mr. Chiara auf jeden Fall nicht so gut. Nee. Ich hab schon bessere Games von ihm gesehen. Ich auch. Boah, da oben, Alter. Guck dir das mal an. Mana Burn? Na, ist er doch. Er hätte halt jetzt nochmal den. Oh, noch einen Raider gekickt. Ja, aber mit dem Schwein. Autsch, alles GG. Ja. Alter, kommt ja auf gar keinen Fall nochmal wieder raus. Für die Bären in die Burrows reinstellen, dann ist er vorbei hier. Einmal War gecastet und gut ist. Gut ist das, hä? Beastmaster immer noch Level 1. Ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall, wie Paladin den nächsten Spot creept. Möchte da nicht mehr Stress ausüben in der Base, hat vielleicht doch noch ein bisschen Respekt vor den Kodo-Beasts und so. Vielleicht hat er da zumindest das Empfinden, dass er diesen Kampf verlieren könnte und dann alles sich nochmal dreht. Lieber auf Nummer sicher. Vier Bären, zwei Drehen. Ob der jetzt hat kein Holz? 61 Holz, ne? Shadowhunter Level 2. Sobima ist natürlich nicht schlecht, aber overall gesehen, drei Kodos jetzt. 1000, fast 1100 Gold jetzt schon. Eine Stadt wird belagert. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Und der wird weiterhin natürlich fleißig kommen, schon auf unserer Seite. Sehen wir, wie beide gegenseitig hier die Basen
kratzen. Das ist natürlich im Endeffekt für Paladin schlechter, weil er hat das große Geld, da könnte er ordentlich nachpumpen. Man kriegt jetzt hier auch alle möglichen Arbeiter, Burrows, was weiß ich nicht alles. Oh, jetzt muss er aufpassen. Ja, ich würde vorgehen, ja. Er kann nicht nachpumpen. Er hat auch gar keine Peons mehr, ne? Doch, da. Wie lustig wäre das denn jetzt gewesen? Keine Peons und dann kann er nicht nachpumpen. Ja, das wäre auch lustig gewesen. Aber viel lustiger wäre gewesen, wenn jemand, das ist mir gerade eingefallen, Staff of Teleportation gehabt hätte und hätte ihn auch hier auf den Main Tree gesetzt. Dann hätte es dann wieder abgebrochen, weil Blader hat es ja auch direkt TP'd. Und dann hätte er sich TP'd und wäre hier direkt in die ganzen Bären reingetP'd. Dann hat es den schönen letzten Fight gegeben. Ja, stimmt. Ja, das haben ja früher die Koreaner immer gemacht. Ja. Ne? Aber das wäre nicht schlecht gewesen. Da hätte ich gesagt, ja, Hut ab hier. Ne? Ja, 39 Supply ist jetzt nicht mehr die Welt. Auf der anderen Seite ist aber auch 47. Erstmal ordentlich Moonwells nachbauen. Der baut jetzt einfach hier mal 3 Guard Tower hin. Perfektes Timing hier bei Paladin. Und knackt tatsächlich hier noch die Tower. Also 2 Stück sollte er kicken. Aber was macht er da? Auch nicht. Tower macht weniger Schaden, als das Riju hier wieder heilt. Ich meine, die Tower sind jetzt nicht so heftig. Ich meine, klar. Ja. Oh, naja, egal. Beastcrow und Orb of Venom auf dem Beastmaster. Was macht er denn da? Ich verstehe gar nicht, wieso er nicht einfach Go macht. Er gewinnt doch easy. Ich weiß, er spielt ziemlich, ich sag mal, zurückhaltend. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Lässt Kiara tatsächlich nochmal zurück ins Spiel kommen, weil zumindest ihn aufbauen lassen. Taschen Level 4,5. Also, ich weiß es nicht wieso, aber ich glaube, Paladin kann es auf jeden Fall reißen. Joa. Sieht sehr gut aus. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ich verstehe gar nicht, wieso Paladin so viel Zeit dabei lässt. Er hat 1200 Gold. Er könnte so ziemlich alles machen. Belagert. Ich glaube, er geht down. Nein, er detonated. Macht er jetzt Go? Ich hoffe doch. Ich denke, hier könnte noch eine Expansion da sein. Oh, nettes Item. Ja, aber nicht so krass, als wenn es die Bären wären, ne? Also. Das stimmt wohl. Oh, da kommen nicht mehr alle Einheiten rein. Ich war ansatzweise. Also mit den Bären hier könnte er locker einfach auf die Main gehen und einfach abreißen. Ja, ich verstehe auch nicht, wieso er es nicht macht. Also ich meine. Hat alle Vorteile bei sich, er hat 1300 Gold. Ah. Okay. Jetzt TP'd er sich. Muss einfach hochgehen, ne? Und jetzt einfach go. Wahnsinn, ihm glaube ich fast egal. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Eine Stadt wird belagert. Dann nehmen wir die Expansion. Ja, Altar wird innerhalb von Sekunden abgerissen. Ja, ist natürlich auch. Weitere Kodo, Grunt und Peon wird geabt. Ey, jetzt zieht er sich schon wieder zurück. Heide Witzke. Wird ein kurzes Spiel. Ich verstehe nicht wieso. Also, das ist halt auch super unattraktiv, was er da spielt.
1500 Gold. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Und campt halt da herum. Also, also ich meine, er sieht doch die Armee. Seine Armee ist doch 8-mal stärker im Moment. Oh. Jetzt kriegt er hier schon seinen eigenen Tower, weil die Kolo eingeklemmt war. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ich glaube, der Diemander könnte alleine gegen die Armee da gewinnen. Das nicht, aber... Ja, das ist bald Level 5. Mal die Items dazu. Oh! Jetzt darf auch Teleportation. Bin. Oha. Ach, das ist doch. Ja, jetzt wird der Blader mit Hold Position einfach dann. Und dann wieder drauf. Wieso attackt er nicht? Und jetzt pumpt er auch endlich über 50 Supply. Na. Die Streitkräfte eines Spielers. Und wurde ja auch Zeit. Das wird aber jetzt ganz, ganz schnell bei 70, 80 Supply enden. Und 43. Und er macht immer noch nicht Go. Die Jacke habe ich übrigens von Adidas. At Orkish. Macht keine Werbung. Viele Bären haben wir hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bären. Also. Also er kann nicht mehr verlieren. Also es ist unmöglich, das zu verlieren. Naja, egal. Also ein Demon Hunter Level ist so hoch wie beide Helden von dem Gegner zusammen. Also fast. Der ist fast 5 und die anderen haben 3, 2. Was soll man dazu noch sagen? Safety first, hä? Huh? Safety first. Ja. Kannst ja ins WAG-TV gehen. Ja, kann ich nichts machen. Doch, kannst du. Ins WAG-TV gehen. Und was soll ich da machen? Kannst ja so lange ein bisschen PL gucken. PL? Nee. Nee, nee. Guck doch mal, wer da momentan spielt. Okay, Dennis. Mal kurz. Oh Mann, nee, hier, WTV und da. 73 gegen 49. Oh, da ist ein Fight. Wow. Ja, ja vielleicht, vielleicht. Mana Burn auf den Blader, da kriegt er erstmal minus 100. Mana, erster Raider fällt in diesem Moment. Die Bären fressen, werden gefressen teilweise. Zwei Bären sind jetzt gefressen. Oh, da fällt der Blade Master. Ja, von Sekunden. Ja, und schon das CG. Oh Mann, ich glaube es nicht. Pala. Ich gehe mal währenddessen rein in Demuslim gegen HLA. Ja, Demuslim hat nicht Ork gewählt, oder? Das ist so ein Vogel. Möglich. So. Mal kurz. Doch, hat er. Hat auch gewählt. Okay. Naja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch eine andere tolle Überraschung für euch. Nachdem wir hier jetzt natürlich ein bisschen länger gesessen haben. Was ist die nächste Map, Dennis? Equals. Und zwar zieht sich Dennis jetzt aus. Boah, Dennis, lass es ernsthaft. Also ich dachte nicht, dass du es machen würdest, aber so weit, ey, das war schon eindeutig zu viel. Ah, Mann. Das waren 3 Schritte zu viel auf jeden Fall. Und Handbewegungen auch noch, ne? Ja, das war echt widerlich. Ich bin ein sehr widerlicher Kerl, aber halt nur privat. Ne? Also hier darf ich das ja nie. Ja. Ich mein's ernst. Wie sieht's aus? Was denkst du? Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal jemanden am Telefon und danach, würde ich sagen, reden wir über das Match. Ja, erstmal Gratulation an dich, Dennis Schneider. Jo, danke. Jo, Hasu. Erstmal, ja, 3-0 war ein bisschen eindeutig, oder? Map 1 und 3 waren recht eindeutig. Ich denke, die zweite war recht unterhaltsam auf Secret Valley. Ja, also die letzte Map, da hat er ja auch irgendwie auf Echo. Genau. Da habe ich ernsthaft nicht so, manchmal nicht verstanden, was er da gemacht hat. Du? nee, nicht so richtig. Also ich meine, er hat kein Water, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat kein Water Elemental am Anfang benutzt, um den Ogre Maggie zu creepen. Ja, ich hatte mich sehr gewundert und ich glaube, sein zweites sein erstes Water Elemental wurde dann auch noch ins Snare. Das heißt, die Creeps haben dann seine Milizen und Footmen angegriffen. Ja, ja, haben sie auch. Und dann konnte ich natürlich extrem gut jacken. Da hatte ich mir noch den Dispel Merc geholt und das zweite WE konnte ich dann direkt dispellen. Also ich mag den Fire, ne? Aber da hat er auf jeden Fall richtig schlecht gespielt. Also da habe ich wirklich nicht... Also er hat angefangen zu creepen ohne das Water Elemental, dann sind ihm 2 Militia verreckt, dann hat er die Militia zurückgezogen, das Water Elemental gecastet, das wurde ensnared und dann hat er einen Footman verloren. Genau, und dann ist sein Footman da drauf gekommen. Aber ich weiß auch nicht, was da los war. Müsste ihn mal fragen. Ja, das war auf jeden Fall strange. Ja, erzähl mal lieber, wie viel du jetzt trainierst für die Finals. Wir wollen natürlich, dass er in Deutschland jetzt auch mal gewinnt, ne?
Ja, gewinnen wird schwer, aber ich werde auf jeden Fall viel dafür trainieren. Was ist das denn hier für eine Ausrede? Es wird schwer. Ja. Ist doch nur Happy, Lynn, Lucifer. Übrigens, wir haben immer Fokus Lucifer, da. So ja, ja, ist, nee, da reden wir später drüber. Oh. Ja, sind doch keine guten Gegner. Lucifer oder nicht? Die zwei Koreaner, oder? Ja, ja. Oh, das kannst du ja gleich mal announcen. Nichtsdestotrotz, was sagst du denn dazu? Also ich meine, wie sind deine Chancen da auf dem internationalen Event? Ja, ich muss ja erstmal gucken, in welche Gruppe ich komme. Und dann wird man sehen. Also ich werde auf jeden Fall viel dafür trainieren. Weil ich denke mal, dass... Also Happy ist ja schon qualifiziert. Todd wird es hoffentlich morgen auch machen. Das heißt, wir drei werden dann ziemlich viel dafür trainieren. Und auch alles geben, um möglichst weit zu kommen. Ja, jetzt habe ich gerade überlegen, wieso du für irgendeinen Franzosen bist. Ja, da fiel mir ein, er ist Human-Spieler, da hat auch keine Gemeinsamkeit. Und dann, da fielst du mir wie Schuppen von den Augen. Da ist ja Mausportler neuerdings. Ja. Euer Mentor. Euer Mentor, richtig, so wird es ja auch gesagt. Aber was würdest du denn sagen? Happy, wer ist von euch der stärkere Undead-Spieler? Ja, ganz klar Happy. Also ich... Der hat doch nur 5-0 in seiner Gruppe mit 10-0 Maps gemacht. Ja, richtig. Ja, das ist natürlich... Ich denke, das hat ihm auch... Da waren viele Nine-S drin, das Matchup liegt ihm ganz gut. Und wenn ich Fragen habe, dann frage ich meistens Happy und da kann mir immer ganz gute Tipps dann geben. Also. Okay. Ja, ist natürlich doof. Sieht natürlich dann nicht so gut aus, dass du jetzt irgendwie von uns den Sieg da erringst. Aber wir sind natürlich gespannt darauf. Fire war jetzt nur eine Station, um sich zu qualifizieren. Wir haben ja jetzt noch mehrere Matches. Unter anderem spielt ja gerade Paladin gegen Chiara. Wer denkst du, wer gewinnt? Ich habe mir gerade das erste Spiel angesehen. Und auf ESL-TV sicherlich, oder? Extrem schlecht von Chiara, muss ich mal sagen. Ja. Ich denke mal Paladin. Protoss, best of five. Morgen Protoss gegen Todd ist natürlich fies, oder? Also ich setze da ganz klar auf Todd. Also ich habe mit ihm trainiert und er war sehr stark. Ich denke nicht, dass er sich das nehmen lässt. Hast du da mal gegen ihn gewonnen, eine Map? Ja, aber da war der Hot für ihn wohl sehr schlecht. Das ist natürlich doof. Also ist natürlich ein fieses Matchup, muss man sagen. Für Protoss glaube ich eher, weil er ja sowieso nicht so gut gegen Human ist. Dann auch so rechnet gegen den allerstärksten Spieler in der Relegation ist natürlich mies. Morgen auch ansonsten noch Hot gegen Nightwolf. Wen siehst du da vorne? Boah, das ist schwer zu predikten. Das ist ja Nightwolf Mirror. Ich denke, da ist auch recht viel Glück dabei. Hot dürfte an sich der stärkere Spieler sein, aber da kann ja viel passieren im Mirror. Da weiß man mit Vampiric Aura oder was. Ja. Und schon dreht sich das Spiel. Wie wirst du dich vorbereiten? Kommt Todd irgendwie früh nach Deutschland oder so? Wir sind jetzt ja erstmal bald auf den NGL One Finals, da machen wir ein Bootcamp und kurz darauf sind ja schon die EM Finals. Ich weiß gar nicht, ob er ja schon dann hier bleibt, ich gehe mal davon aus. Ja. Also wir werden auf jeden Fall viel zusammen trainieren. Alles klar, gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Du schaust sicherlich noch weiter in ESL-TV mit Sasuke gegen Paladin, oder? Genau, richtig. Richtig, ja, das wollte ich hören von dir. Gut, ja, dann schönen Abend und wir sehen uns spätestens auf den Finals. Jo, gleichfalls. Bis dann, ciao. Bis dann. Mann, Marc, wie charmant du immer bist. Deswegen komme ich auch bei den Weibern so gut an. Hör ich deinen Roffel? Best Story hast du dir eigentlich hier bei ESL-TV erzählt? Oder wenn ich das jetzt erzähle, war es nicht so? Okay, was denn? Ich weiß es nicht. Ja. Ich kann nicht. Du erzählst immer so viel, dass ich manchmal nicht unterscheiden kann, wo du es erzählt hast. Das ist echt bitter. Zeig einfach mal ganz kurz, wo der Blade Master ist. Und Und da ist der Diamant, der hat sich in die Ohre geschnappt. Krasse Sache, muss man sagen. Normalerweise macht das immer der Blader. Und der schaut jetzt nur blöd aus der Wäsche. Boah, vor allem war das eine große Healing-Pot, ne? Tough. Wieso? Welche Story denn? Ja, weißt du, da hatte ich hier das erste Mädel kennengelernt, seit langer Zeit wieder und so. Nee, das möchte ich nicht, dass du es hier erzählst. Okay. Das habe ich nämlich auch nicht hier erzählt. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Der Name von der Tussi fängt nämlich mit D an. Der wird fast genauso geschrieben wie du. Egal. Okay, reicht schon mal. Können wir nicht erzählen. Okay. Ja, ich kann schon erzählen. Also. Das war... Das war auf jeden Fall ein harter Creepjack, würde ich sagen. Sieht schon wieder ziemlich gut aus hier für... Paladin. Der rockt die Bude. Aber jetzt auch hier Chiara mit Level 2 unterwegs und Booster Speed. Hier dafür zweimal Glows of Haze und einmal Claws of Attack. Abgesehen davon hat er noch einen großen Healpot. Also Dota Hero gleich, ne? Ja. Könnte wieder ein 3-0 werden. Ja, da könntest du recht haben. Ist auf jeden Fall nicht ganz unrealistisch. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Und der Blade Master verfolgt da gerade die Archer. Einen kriegt er vielleicht. Also recht sicher sogar. Kein Dust. Okay, dann kriegt er den schon mal nicht. Den kriegt er sogar relativ. Schönes Micro. Paladin führt hier den Chiara vor. Da Grubby ihm wohl die falschen Tipps gegeben, damit Chiara bloß nicht im Ork Mirror auf ihn trifft. Ja, ich glaube nicht, dass er das so schlimm finden würde. Glaube ich auch nicht.
Schauen wir uns das mal hier an. Ja, Hasu, die Chancen jetzt, siehst du hier genauso schlecht wie er? Hat er Chancen gegen den Todd? Boah, ich glaube nicht. Also, es ist schon schwer. Also, ich meine, ich habe ja tolle Chancen gegen Todd. Im Arm drücken. Selbst da nicht, also. Naja. Mit dem Computerarm, den er hat. Nee, aber ernsthaft, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Hasu Chancen hat, aber wäre auf jeden Fall cool. Also, er hat schon recht, so Happy und so sind schon wirklich stark. Also, Happy, Lynn, Lucifer. Was ist denn jetzt? Warum Todd? Lucifer? Ja, es war schon immer so. Immer Blödsinn erzählt. Ich hab dir einmal geglaubt, als du Fokus sagtest, und dann habe ich es auch immer erzählt, und dann haben wir beides immer erzählt. Ey, Fokus ist auch Zweiter geworden. Wir können ja gerne auf der Seite nachschauen. Ich meine, ja, ich habe auf der Seite nachgeschaut. Ja, was habe ich gesagt? Lynn ist auf jeden Fall dabei, genau. Ja. Und Lucifer. Genau. Warst du nicht derjenige, der sogar vor Ort war? Niemand von ESL-TV war vor Ort. Ah ja, stimmt, du warst bei den ganzen anderen Events vor Ort. Ja, Marc. Wie war echt, das nochmal? Blader musste ich übrigens TP'en. Echt Lucifer? Ne. Hab ich dir ja die ganze Zeit gesagt. Du wolltest immer was anderes erzählen. Lucifer. Oh, jetzt guck mal hier, der Demon Hunter Level 3. Ja, aber da geht der Blade Master drauf. Oh, nice! Oh, aber jetzt. Ja. Hat er jetzt den Healpod benutzt. Wie gut ist das denn? Ja, ist halt total Latte. Jetzt rastet er halt einfach aus, ne? 2-0. Ja, 6 Minuten. Das ist aber auch eine, also da gibt es jetzt Handicapped-Aktion auf jeden Fall. Also da hinzurennen mit einem Blade Master, der 5 HP hat, einmal zuschlagen, tot. Seit wann ist es denn Lucifer? Dritte Map war, lass mich nicht lügen, Echo, was haben wir? Trinas war, glaube ich, die 4. Ja, aber das ist ja ein Vorteil, weil Lucifer schlägt ja, glaube ich. Sag mir lieber, was die dritte Map war. Lucifer schlägt er? Ja. Lucifer schlägt er, glaube ich. Also er hat vielleicht eine kleine Chance, aber... Ja. Ich glaube, er schlägt er. Third Map Boss. Ach, der ist schon wieder nicht da. Ansonsten lass uns noch mal schauen. Lynn, da kriegt er voll ins Gesicht. Ja. Hi, Hasu. Todd hat er schon mal fast geschlagen beim ENC 2007. Ich glaube, wenn Hasu noch mehr trainiert als jetzt, kann er es schaffen. Ganz viel Glück mit 2-1. Also gute Items finden und sowas. Ja, da muss vielleicht ein kleiner Fehler von Todd mal irgendwie. Ja, vielleicht. Guabi. Nee, keine Chance, oder? Okay, lass mich überlegen. Was mache ich gerade falsch? Ich guck bei 4. Wie heißt die Map? Ja, die hier. Tyrena Stellung. Ja, ich meine, da kommen ja noch ein paar dazu, die er schlagen kann. Oh. Wen denn noch? Ja, einer von den beiden hier, Paladin oder Chiara. Schlägt er sicher? Sicher. Egal wen von meinen. Chiara? Ja. So wie der gerade spielt. Paladin? Ja. Auch. Oh. Oh. Also er hat auf jeden Fall gute Chancen. Hot? Boah. Wenn er dafür mit Happy trainiert, wie er eben sagte. Aber offline? Ja, Happy, er kann ihm Tipps geben, aber trainieren kann er ja schlecht. Also ich meine... Hot ist schon eine Maschine, ne? Offline ist er dann wieder einer der Favoriten, auf jeden Fall. Ja, online ist er halt echt total die Wurst. Ja, aber das liegt auch hundertprozentig daran, dass er so einen schlechten Ping hat und so ein Kram. Ja. Also bin ich ja fast von überzeugt. Ja, der studiert, oder? Nebenbei? Ist er Student? Er wollte jetzt anfangen, oder? Jetzt ist er auch bei Gravitas. Ich weiß nicht, ob er jetzt angefangen hat. Er kriegt ja hier seinen dicken Aschen, ne? 2K. Dollars. Ja. Dollars. Dollars. Ich weiß es von nicht. Von der Stahlfirma. Immer nicht schlecht. schön, dass wir eine Runde selbst beweihräuchern. Wie, was für geile Witze wir machen. Oh, Dennis, der war nicht schlecht. So wie die alten Säcke bei der Muppet Show. ansonsten, welche Gegner hat er noch da vor Ort? Nochmal ganz kurz weiter überlegen. Ja, Todd hatte ich schon gesagt, das waren ja auch die aus der Relegation. Ich guck mal ganz kurz, wer direkt qualifiziert ist. Und, Da haben wir Happy, da haben wir Grubby, da haben Elfitaya, der Schlagbar und Satini. Wenn der kommt. Ansonsten, ja, was ist denn da die Lösung? Ich meine, Chiara wäre Zweiter, ne? Nee, das geht dann anders. Das geht ja nicht, weil die anderen Kriege wollen ja auch eine Chance haben. Spielen die dann nochmal alle Verlierer nochmal eine Vierer-Tour? Ja, also es gibt jetzt auch kein festes System, nicht, dass ich wüsste, aber...
Über die Problematik wird sich auf jeden Fall jetzt Gedanken gemacht. Jetzt schon. Weil, aber ebenso wird auch schon League Ops ist für dich da. Eindringlich mit Satini gesprochen. Ich habe auch schon mit ihm gesprochen. Und er meinte, er würde auf jeden Fall kommen, weil es geht um sehr viel Geld und bla bla bla. Und wir haben ihm natürlich nicht geglaubt, deswegen direkt mit dem MTV-Management in Verbindung getreten und so. Also mal gucken, was da was wird. Oder werden wir jetzt sozusagen. Ja, das ist sehr verantwortlich von euch. Das finde ich sehr gut. Ja, also ich werde euch so hart flamen, wenn er nicht kommt, ihr Kacknoobs. Ja, kann ich verstehen. Also wenn der Typ, also ich meine, gut, wenn er zusagt und der MTV sagt, der kommt. Den würde ich endlich mal komplett ausschließen, ne? Ich meine, ich glaube, wenn er diesmal nicht kommt, ich glaube, dann kriegt er eine richtig dicke Abreibung. Ich glaube, dann wird er auch nicht mehr, also ich weiß nicht, wie das Regelwerk dann ist, vor allem bei jemandem, der schon auf den WC3-Finals nicht kam und so. Vielleicht wird er dann ausgeschlossen, oder? Ja, so. Teer und Feder, ne? Also, Steinigen. Steinigen. Weiß ich nicht. Lass uns einfach ins Game gehen. Und da oben ist übrigens was ganz Doofes da. Das hier? Ja. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Da habe ich immer Schiss vor. Na, gucken wir uns das jetzt mal an hier bei Paladin. Vielleicht wird er hier stacken und dann kommt er nicht raus. Oh, wäre das lustig. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Man kann die Problematik übrigens lösen, indem man dann einen Whispin tut auch. Wenn er rauskommt. Oder indem man einfach den Waypoint nach unten drückt. Ja. Oh, jetzt, nee, lass mal schauen, ob er hinkommt. Der wird nach unten gehen, ja. Hast du gesehen, der Waypoint war direkt hier. Das hat er schon gelernt. Ja, wird schwer. Also wird ganz schwer. Aber ich meine, Fire hat es letztes Mal auch gepackt, ja? Ja. Ah, der hat auch fantastisch gespielt. Auch immer, ich meine, ich muss sagen, er hat eine positive Statistik gegen einen der besten Spieler der Welt. Das ist Ton. Auf den Masters gewonnen und jetzt schon wieder in den Masters gewonnen. 2-0, 2-1. Und dabei ist Human Human wirklich nicht das Spiel, woran er die besten Erinnerungen hat, muss man sagen. Ja. Wer Todd zweimal schlägt, der muss eigentlich irgendwo Skill haben. Eine Menge. Oh, gutes Item. Ja. Ah, Close of Text ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wieso lässt er den Wand nicht einfach da? Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Why? Er läuft schon runter, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht um Zeit zu. Also nicht so viel Zeit zu verlieren. Unser Producer fragt gerade, oder was heißt Fragen? Das war eher seine Behauptung, ne, jetzt noch so eine Tier 3 Map. Wir haben heute so wie ich gestern, als ich meinte beim Error Cup, Train ist so eine CT-Map, oder? Dann haben mir ein paar Zuschauer geschrieben, Alter, Train ist die CT-Map überhaupt. Verdammt, ich wusste es. Wir haben ja heute noch einen anderen Producer am Start. Ja. Einen aus fernen Ländern. Ja. Magdeburg. Osteuropäer, habe ich gerade gehört. Osteuropäer. Magdeburg. Unser gesamtes Regie-Team heute Team Ostdeutschland. So, gestern übrigens auch Team Ostdeutschland gewesen, bei Countless Endeavor Cup. Boah, das war auch. Ich würde so lachen, wenn der Blackmaster dieses Mal wieder verreckt. Ja. Einfach in so einer unglaublich dummen Situation, irgendwie so aus Versehen gegen Stein gestolpert oder so. Wie diese ganzen Axtwerfer hier ausrasten. Aber nice Item, muss man sagen. Sammy Ward. Natürlich gegen Archer sehr gut oder auch alles, was sie unsichtbar machen kann. Das ist wahr. Aber jetzt macht der Demon Hunter erstmal Stunk, ne? Ja, ich würde ein bisschen weiter oben gehen, dann wirst du nämlich nicht von unter dem Büro beschossen. Ah, dann nach hier oder so, da hat's alles erledigt. Aber wozu auf Mark Hoffmann, ne? Ich weiß nicht. Also jetzt zum Beispiel, das ist so eine Map, da bietet es sich an und das kann man gegen Night einfach extrem gut machen, immer diese Goblin selber zu holen. Da oben in den Altar oder in die Moonwells rein. Da gibt's ja jetzt noch nicht. Einfach so, BÄM! Erst am Tag. Aber ja, das hat man ja schon öfters im Undead Human gesehen. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Oh, guck mal, der kriegt aber hier schon viel Schaden, hier, der Tree. Schieß mal an. Ja, schöner Block hier mit dem Wand. Ja, kriegt er nicht. Was macht er denn da? Oh, das Bogo hier, das will er. Was macht er denn da? Ja, schafft er nicht. Jetzt hat er ein Problem. Gott im Himmel! Was macht er denn da? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Hat er noch einige Windwalks, wie ich gerade sehe. Was macht er mit dem Grunt da? Bums. Da kommt er, da geht er down. Nice. Sandy Ward. Wozu? Hat er, glaube ich, gesehen, dass er Sandy Ward hat und dementsprechend seine Armee wegbewegt. Also, weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen.
Sieht schon wieder nicht so gut aus hier. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Jetzt werden Talents gespielt. Kommentar unseres Producers, oha. Mit Kommentar unseres anderen neuen Producers, Banan. Okay. Spirit Lot wird aufgebaut. Ja. Level 2 noch für die beiden First Heroes. Sag mal, hast du mich eigentlich vermisst, so, wenn ich gar nicht kommentiere? Eigentlich nicht. Nee? Nee. Oh. Ich fand's eigentlich viel besser mit Jaws. Ja, oh, schon okay. Oh, oh. Muss ich dich enttäuschen, auf der CeBIT wird's ja wieder so sein, ne? Echt jetzt? Ja. Weil ich, wenn der Hase schnell rausfliegt, kann ich nicht fragen. Ja, gut. Ich meine, wir sehen es ja eh mal jeden Tag in der Woche. Ja. Der Dennis hat übrigens Geburtstag, ne? Was? Zusammenziehen? Ja. Nee. Oh. Mit Jan hast du aber auch schon mal drüber nachgedacht. Ja. Wobei, ich bin auf jeden Fall hygienischer als Jan. Oh. Sweet Spot eingesetzt vom Shadowhunter. Oh, das wird. Oh. Erster Fehler, glaube ich. Das wird ein Fehler gewesen sein. Ja, passt doch. Komm mal weg. Oh. Keinen Snap. Ja, auf der CeBIT habe ich Geburtstag, wollte ich sagen. Werden angegriffen. Ja. Super, ne? Freitag. Könnt ihr Dennis alle schon Samstag Geschenke geben und mir natürlich. Eigentlich wäre das mal ein guter Move. Aber ich habe ja Freitag Geburtstag, wo wir noch auch hier sind, ne? Das ist natürlich. Und dann fahren wir freitags noch nach Hannover. Ja. Und dann gehe ich schön schlafen 3 Stunden und dann auf die Messe. Genau, am Samstag. Ja. Und vorher gehe ich noch. Fahre ich noch im Auto nach Hannover. Genau. Nächstes Creepset vom Shadowhunter alleine gekriegt, denn der Blademaster versucht die irgendwie zu Harrison. Man könnte sagen, eher unerfolgreich. Ja, momentan schon. Was macht er denn da? Den Demon Hunter? Ich glaube, Chiara wird untergehen. Ist so mein persönliches Gefühl in diesem Augenblick gerade gegen die Taktik. Ja, das könnte. Er hat im Moment so ein paar kleine Brain Bugs, also so wie er spielt. Soll ich dir sagen, wieso er verliert? Wieso? Es ist so, dass Paladin letzte Woche Freitag, als er die Message bekam, okay, nächste Woche Dienstag musst du spielen, so und so viel Uhr und so, direkt gesagt hat, was sind wir hier gerade? Der Blader, euch auf die Mappe. Der Beastmaster. Dass er direkt gesagt hat, ja, hier, tut mir leid, Dienstag wäre echt schlecht, ich habe Mittwoch meine Klausuren. Also Exams, wie er sagte. Und das wäre echt blöd, wenn er da spielen müsste. Und hat Chiara gefallen. Der meinte so, nö, ich will nicht verschieben und so. Geht gar nicht. Und da haben sich ein bisschen angefaucht gegenseitig. Also nicht schlimm oder so, aber halt Chiara wollte sich auch gar nicht mit sich sprechen lassen. Weil im Endeffekt muss man sagen, dass es sowieso nicht verschiebbar war. Die Termine waren fix. Aber das wusste Paladin erstmal nicht. Und deswegen haben die beiden sich natürlich dann auch, er meinte halt Paladin so mehr oder weniger, er ist voll arrogant und eingebildet. Und Chiara meinte halt, ja, ich habe auch Schule. Er meinte halt, Exams, das war ihm egal dann. Oh, jetzt sind wir hier. 2 Talents gehen down. Welches genau das hier, dass Chiara so, ich sag mal, anmännert war? Die Strafe dafür. Oh. Dass er heute mit diesem Gefühl ins Spiel ging, ja, ich habe alle Vorteile auf meiner Seite. Und dann lief es einmal kurz schlecht und dann. Und ich habe eine andere Begründung, wieso der Sasuke heute verliert, weil er der schlechtere Spieler ist. Nee. Frag mal Gurubi. Gurubi hat gesagt. Paladin gegen Chiara, das wäre super für Chiara. Hast du selber gesagt? Ja, was ich bis heute nicht nur voll nachvollziehen konnte, weil leider fing auch einmal im Balance. Was sagst du, wenn er das jetzt hier noch 3-2 dreht? Sieht jetzt so aus, als ob hier Chiara zumindest die zweite Map gewinnen würde. Dritte Map gewinnen. Nee. Klar. Nee. 6 Bild Supply, 700 Gold. Um wie viel? Na warte, pass auf. Erstmal gucken wir jetzt hier noch, was für ein Item kommt. Er sagt euch jetzt einfach. Du hast doch gesagt, er sieht gut aus. Ja, pass auf. Level 3 Shadowhunter. Ja. Und jetzt kommen wir auf der anderen Seite. 45 Supply. Hat gar kein Gold. Hat keine Heal Scroll, was schon mal sehr wichtig ist. Stimmt, weil er ja gegen TC spielt, ne? Nee, aber auch so wichtig. Ist auch so wichtig. Nein, es ist nicht so wichtig, als wenn er gegen TC spielt. Ja, natürlich. Aber sind wir uns zwar einig, hoffe ich. Ja, das habe ich auch nicht behauptet, aber es ist trotzdem wichtig. Okay, ich sage auf jeden Fall, dass Sasuke verliert. So. Diesen Fight hier? Er verliert das Spiel. Keine Ahnung, ob er diesen Fight jetzt verliert. Guck mal. Ja, er hat 2 Heal Scrolls.
Oh, der Beastmaster wird direkt fokussiert. Ist noch hochgewirbelt worden. Invul Potion direkt auf den Blackmaster. Oh. Down. Level 2 Beastmaster fällt in diesem Moment. Jetzt haben wir 38 gegen 48 zu bleiben. Wir sehen jetzt hier die ersten Archer, werden hier umzingelt von Raidern. Vielleicht doch nicht das Beste. Und Lightning steht auf dem Run geskillt. Ah, Healing Wave nochmal durchgeworfen. 45 gegen 40 Supply. 45 gegen 48. Jetzt fällt aber der nächste Tail und jetzt der nächste Archer im Moment down. Demon Hunter haut hier auf den Shadow Hunter ein. Fies im Moment. Also sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, finde ich. 39 gegen 48. 37 und es wird immer weniger auf Seiten von Paladin. Vielleicht sollte er aber auch mal die Einheit angreifen, statt diese kleinen Dinger da. Ja. Da geht noch ein One-Town. Ja. 39 gegen 48. 48 gegen 37. Ja, ich muss hier noch den Beastmaster nachbauen. Weiß ja nicht, ne, Marc, aber... Ach. Ich glaube, dass Paladin gewinnt. Jetzt expandiert Kiara hier auch noch. Ich glaube, er gewinnt. Hm. Gaga 85, ja. Er würde gerne mal deine Freundin sehen, der Gaga 85. Das darf er nicht, denn sie ist minderjährig. How funny. Finde ich schon. Weil er mag meistens auch als minderjährig getippt wird. Ja, oh Gott. 40 Supply für Paladin in diesem Augenblick. Ja, gut. Gegen 70 von Kiara übrigens. Ein Spaß. 48. Aber die Expansion, ne? Ist im Bau. Ja, wird die abgebrochen, ist er halt ganz schön. Ja, aber er sieht ja schon mal hier, was los ist. Aber was macht er jetzt hier? Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ja, das ist natürlich jetzt etwas unglücklich. Wobei eigentlich sollte er ihn. Ach, ist doch egal. Vielleicht noch. Ja. Damit hat er genug Zeit geschunden, dass er jetzt hier Go ja, macht. Expansion geht aber down. Die Frage ist, was ist schlimmer? Ob er jetzt hier mit den 5 Raidern gleich ordentlich die Moonwells kickt und so ein Kram. Expansion geht auf jeden Fall down, dann kann er noch rechtzeitig porteln. Eine Stadt wird belagert. Jetzt vielleicht macht er gleich, holt er Lanze raus und macht Strafe. Der hat auch noch hier. Guck mal, wie viel Geld er kriegt. Krass, dass er hier Hülle davor hat, das ist so bitter. Ist die Expansion down, ja, ne? Ja. Kriegt er nicht down. Gegen 48, aber guck mal, jetzt hat er 900 Gold. Und er hat 300. Oh, und Spirit Walker. Ah, den musste er natürlich nicht verlieren. Hä, wieso greift er jetzt nicht wieder an? Warte. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ah. Ist eindeutig nur Orc-Map, würde ich sagen. Ist ja noch nicht gelaufen. Also leider für 50 Supply kann immer gewinnen. Und jetzt das Alter. Oh, oh, oh. Eine, nee, 49 jetzt für Paladin gegen 48 von Kiara. Oh, da fallen zwei Talents. Blöd verloren jetzt. Ich glaube, Healscores sind echt nicht so wichtig gegen Shadowhunter. Hm. Expansion wird hier neu aufgesetzt. Ich verstehe es auch nicht, wieso damit. Aber was macht der? Oh, minus 8. Mensch, Kinnings. 54 gegen 49. Ich weiß es nicht. Also das sieht jetzt schon wieder eigentlich ganz gut ordentlich aus für Paladin. Aber es hat auch Kiara wieder selber verbockt hier. Weil er hat 57 Supply gegen 49. Oh, hier kämpfen wir natürlich super für einen Night Elf. Boah, jetzt! Dreh dich um! Fabrik und dann die Post. Zu spät. Dann sehen wir hier die kleinen Uhrwerk-Goblins. Clockwork. Die explodieren auch immer, das ist doch krass. Sieht man's? Schönes Ding, hast du gesehen? Fury Dragons, 2 Stück.
Nett. Ja, gegen die Spirit Walker und so. Hab letztens gesehen, bei Dota gibt es jetzt auch einen Hero, der aussieht wie ein Fury Dragon. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Bist du noch aktiv Dota? Ja, aber nicht mehr. Aber dann müsstest du ja eigentlich mal die nächste Dota-Sendung machen. Nein. Item darfst du ruhig mitnehmen. Hm. Also ich glaube immer noch, dass Paladin gewinnt. Schauen wir mal, ist die Expansion durch schon? Nee. Aber so gut wie. Vielleicht kann er da nicht ein bisschen was hochwirbeln. Sowas zum Beispiel. Oh, jetzt, ja, schönes Ding. Ah, direkt Invo-Portion benutzt. Von beiden. Manchmal Mana wird auch so ein Spirit Walker. Oh, der Beastmaster steht halt ganz ungünstig. Oh, der geht natürlich auch Insta-Down. Oh, Stuff! Es stufft ihn nicht! Oh nein, wie ungeschickt. Schön gemacht. Aber 44 Moment gegen. 54. Geht noch. Aber wo sind die Fury Dragons genau? Heilen ein bisschen. Lol. Oh, das ist ein bisschen schlecht gewesen. Oh Mann. Ach, wie schnell so ein Spirit Walker fallen kann. 51 gegen. Eines Spielers, oh, 57 gegen 49. Aber guck, wie viel Gold er hat. Ja, nicht weniger auf jeden Fall. Also, puh, tough. Jetzt kriegt er gerade 14 gegen 10 Gold. Ich meine. Ja, gut. Das Gold, was er halt noch hat, ist super. Also, jetzt ist nur noch 650, aber ist immer noch genug. Dafür der neues TP und Heal Potion. Jetzt geht der eine Peon da down. Und er muss ihn ja, er kann ihn ja zwingen dazu, da zu kämpfen jetzt direkt. Das ist ein Vorteil, glaube ich. Ja. 63 gegen. Wieso haut er da jetzt ab? Ja. Paladin geht auf 53. Hat noch ein Moonwell. Er wartet auf den Beastmaster. Unwichtig ist er nicht. Wie viel ist noch in der Goldmine drin? 1800. Ja, 1600. Okay. Ah, Shadowhunter fast Level 4. Was sehen wir hier? Gegen 65. Oh, das ist eigentlich ganz gut für Nightlife dann. Oh nein, das bittet er die Miami. Oh nein, oh nein! Oh, schlecht! Ganz schlecht! Oh, von zwei Seiten! Ja, wobei, das geht aber eigentlich noch. Wir sehen es hier, Kiara zieht sich zurück und damit hat eigentlich alles richtig gemacht. Vielleicht mal ein Fury Dragon umwandeln? Ja, kann er doch nicht wieder, ist der Cooldown noch drauf. Oh, auch noch was, Beastmaster. Bräuchte eigentlich mal eine Invol-Potion. Oh, alles angeschlagen, ja. Oh, die Healing Wave rettet da nochmal einiges. Fies. Bad Rider geht jetzt hier gleich down. Ja. Immerhin nochmal gerettet. 61 gegen 57. Ah, das macht jetzt Kira extrem gut. Das ist genau richtig jetzt. Hier runterlaufen und selber Zeit schinden und den Gegner zum TP zwingen. Vielleicht sollte den nochmal. Ja. Für die Portal. Er überlegt noch. Und dann weit nach oben. Ja. Geht. Geht. Geht doch. Hä? Hochwirbeln? Ja, nichts. Und jetzt schnell go. Oh, guck mal hier. Da gelassen. War aber auch nicht so unriskant hier. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ah, das ist halt krass. Oh, die Clockwork Goblins. Die rasten jetzt richtig aus. Ja, wenn die halt zerspringen, ist halt natürlich fies. Lass uns mal schön angucken. Plop, plop. Krassen Schaden. Also ja. Beim Explodieren. Und auch so, 12 bis 14 finde ich krass. Können viele davon kommen. Ja, vor allem, wenn die jetzt dagegen zerspringen und so. Ja, mehr an.
Ja, 65 Supply. Ah, sieht nach einem Rape aus, letzten Endes. Da hat echt? Wer hat das gesagt? Ja, du nicht. Kann mir gar nicht vorstellen. Oh, da kommt noch so ein Raider, der eben abgeknallt wird hier von den Talons. Ah, oh Mann, wie blöd. Hallo, hallo, hallo. Was ist mir jetzt egal, oder? Ja. Mit der mir hat er halt keine Chance. Nighthelf ist einfach im Balance gegen Ork. Deswegen habe ich mich auch immer gefragt, wieso sich Gerd halt in irgendeiner Art und Weise freuen könnte. Ja. Der Wolf ist nämlich jetzt auch leer. Kaum Portal hat er. Ja. Aber auch genug Gold für Neues. Oh, jetzt muss er aufpassen, dass der Baum nicht zu weit nach vorne geht. Ja, ja schön. Gut. Was hat er gerafft? Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Jetzt will ich direkt Portal. Gar keinen Stress. Level 4 für den Niemand da. Oder wird er einfach schön zwei Räder hoch? Hat der Town Portal? Nee, ne? Nee. Oh, das ist doof. Eine Stadt wird belagert. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Oh, hat er nicht abgebrochen. Oder? Nee, hat er nicht abgebrochen. Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen nervig werden hier für den Alt-Elf. Wobei, stellt sich dem Feind hier. Ja, Wirbel hoch, was das Zeug hält, ha? Huh? Wenn der Tinker jetzt down geht, wäre ganz schön blöd. Tinker geht. Hat ja auch gar keinen Stuff, wie ich gerade sehe. Wozu, leider braucht kein Magier. Das sagt Impact nur. 59 gegen 48. Jetzt geht es ein bisschen auf den Liebhunter. Aber nacheinander, nach und nach verliert er halt die Units. Ja. Und wenn er da jetzt ein bisschen mehr hochwirbelt. Ja, das sieht eigentlich schon ziemlich gelaufen aus. Wir sind jetzt im Beastmaster Level 3. Zwar wieder im Fokus. Oh. Ja, kann er auch wegschicken. Na, oh, da bin ich mir nicht sicher. Lass ihn wirbeln, lass alles wirbeln. Wirbel hoch. Ah, geil. Ja, der ist halt Immu Potion Blackmaster, wie wir sehen. Deswegen konnte er nicht hochgewirbelt werden. Hau nochmal den Healing Wave. Oh, da muss er jetzt aber aufpassen auf den Demon. Oh, wenn der Demon hat, der fällt, ist er natürlich echt schlecht. Ja, jetzt hat er kein Alkohol, der Blader fällt jetzt hier. Ordi was auf die Mappe. Ja. Das soll es gewesen sein. GG von Sasuke. 3:0 für Paladin von Clan PGS. Da freut sich der Loft, der Teammanager natürlich. Und ich hab's auch gesagt. Ach, der Loft, ne? Der ist doch so ein ultra harter Flamer, oder? Das ist der Typ, der von Kogenroll du HS genannt worden ist. Echt? Hier auf dem Premier League Fall. Hat er echt HS gesagt? Ja. Das heißt ja sowas wie Hustensohn. Hustensohn. Ja. Echt? Hat er ihm echt Hustensohn ins Gesicht gesagt? Als die Kamera liefen? Nein. Ich habe ihn gefragt, was nochmal macht mit Kamera. Aber ich habe auch irgendwann gehört, da kam irgendwas mit Mother und irgendwas mit UCK. Ja, ja. Ja. Ach, das ist ja die gleiche Bedeutung. Stimmt, er musste auf Englisch reden, ne? Mussten sie auf Englisch reden? Ach nee, ist es ja nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, was redest du da? Ach ja. Nee, aber er hat es offen gesagt. Ah, dreist. Sohn von großen Eltern und so. Sun, ah, okay. Dreis, hätte ich nicht gedacht. Ja, Freunde, das gepflegte E-Sports ist schon wieder vorbei. Ist morgen eigentlich hier Konsols? Nee, alle zwei Wochen. Ah, Dennis, danke für die Information. Man muss ja, also wir versuchen es immer sehr früh zu halten, also relativ früh, 18 Uhr, ist natürlich schön. Aber wenn da so ein Spiel kommt mit Titel ab 18, das ist natürlich leider nicht anders möglich als 23 Uhr. Ja. Aber wir versuchen es natürlich da, also wie gesagt, diesmal haben wir Guitar Hero 3. Wird lustig, muss man einschalten. Ja, da geht die Post ab. Ansonsten morgen natürlich wieder WC3 vom Feinsten ab 19 Uhr mit Dennis und mir. Und zwar, wie schon das öffnet. 18 Uhr. Ab. Ja. 19 Uhr. Ab 18. 19 Uhr. Ab 18 Uhr. Ab 19 Uhr. Ab wetten wir drum. Ab 18 Essen. Uhr. Essen. Nee, 18 Uhr. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ab Hunger, komm. Aber nächste Woche ist der Post, ist noch 19 Uhr. Ja, aber das ist Extreme Masters Relegation. Danach kommt noch Counter-Strike. Deswegen, 18 Uhr natürlich. Habe ich doch gesagt von Anfang an. Morgen, also ab 18 Uhr natürlich die besten Spiele wieder mit am Start. Unter anderem Proto ist dann gegen Todd. Und wie schon das öfter behauptet und betont, Todd, Hot gegen Nightwolf. Wow. Krass. Wahnsinn.
Night of Mirror und Human gegen Anlet. Wir freuen uns riesig. Ja, Best of 5 wieder. Das kann natürlich lange dauern. Klar. Außer bei Protoss gegen Todd. Das wird ein 3-0 nach 15 Minuten. Das wird fies. Ja, extrem fies. Heute natürlich die Ergebnisse 2x3-0. Bisschen enttäuschend müssen wir sagen. Natürlich Fire verliert gegen Hasuos mit 3-0. Und wie wir eben gesehen haben, Paladin setzt sich durch gegen den Spieler aus Dänemark. Chiara, Dennis und ich verabschieden uns. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Und sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.